Ich weiß doch. Oh, jetzt? Also, nein. Ich. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs. Das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs. Die Grafik wird ein Grafikschmaus. Willkommen bei Nostra Feedback 4. Ich dachte, dass du sagst 5. Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir als Special Guest Patrick am Start. Wurde vorgestellt von Robby. Hallo Patrick. Homo first, Junge. Patrick hat sich einige Videos bereits mit seinem wundervollen Lachen bereichert. Wundervolles Lachen. Das werdet ihr noch hören, wenn Robby weiter sein Monolog führt. Und zwar füge ich jetzt ein. Jetzt. Alter. Und jetzt ist es vorbei. Also das Video war lustig. Das war lustig. Ja, schöne Lache, cool, oder? Das ist richtig catchy. Auch in der Lachkompetition schon. Ja, und hat auch früher öfter mal die Kamera gehalten und meinen Penis gehalten. Und auch, ja. Heute ist das meine Aufgabe. Du darfst hier auch mal anfassen, Robby. Stirb, Junge, stirb. Ja, und ganz früher haben wir natürlich ganz schöne Actions gemacht. Deswegen haben wir auch diese Oldschool-T-Shirts an hier. Die HIA. Und da steht hinten Robby drauf. Also, da steht bei jedem der Name drauf und super bei Robby steht halt Robby drauf. Ja, gut, wir haben alle sehr gelacht. Ich zeige uns einfach für die, die zugucken. Das sieht man nicht, Robby. Robby, mach das ordentlich, Robby. Ich weiß nicht, ob man da was getroffen hat. Ja, weiter nach links. Robby, warte. Ja, Robby. So. Also, der ist heute der Robby. Ey, ihr seid so bei das klingt richtig schön. Ist das dein nächstes Tätowieren zu deinem Geburtstag? Robby. Alter. Schäm mich doch nicht deines Namens. Robby. Die Story war einfach nur, dass jeder einen Spitznamen brauchte. Aus einem ganz bestimmten Grund, den wir jetzt lieber nicht sagen. Weil die Person jetzt vielleicht noch zuguckt. Jetzt gerade nicht. Erst später im Video, natürlich nicht so lange. Eine Person hat mich überhaupt so genannt und deswegen war das dann halt der Name, der auf das T-Shirt musste. Der ja, die Hallenmuttis in Aktion. Coole Sache, Skate-Videos gemacht früher 2006 und es war sexy. Aber wollen wir nicht eventuell mal mit den Fragen beginnen? Das ist eine gute Robby. Idee, Robby. Solche Gruppe, ey. Also du hast jetzt die Fragen auf. Ja. Oh nein. Dann fang an. Ich bin noch nicht so weit. Gut. Das dauert jetzt. Die erste Frage ist von Zohan. Das ist keine Frage, das weiß ich. Das ist keine Frage, Robby hat das jetzt geklugscheißert. Stimmt. Weil Stefan ja nicht da ist, muss jetzt Robby heute klugscheißern. So, von Zohan597, der hat gesagt, Remy Galliard ist einfach der Geilste. Dem stimme hatten ich wir zu. Schon mal. Das hatten wir, das hatten wir schon. Ja, wir hatten ja schon zweimal als Thema. Ich würde dazu sagen, das letzte Video fand ich nicht so gut. Du würdest mir da, glaube ich, zustimmen. Ja, ich fand das öde. Das Pink-Fart-Video hat das jemand gemacht. Das habe ich gar nicht geguckt. Pink-Fart hat dann in die Ecke gepupst und dann kam halt ein rosa Staub. Das finde ich übrigens schlecht eingewichsten Fuß. Genau. Ja, eingewichst. So, das dazu. Aber sonst, ja, coole Sache, aber so ein paar von den neueren Videos finde ich nicht so cool. Ihr Kranken plus Alkohol im Spiel. Ich freue mich auf die nächste Stunde. Ich habe mit Penis ins Auge getroffen. Robby, das ist nicht lieb. Das war eigentlich meiner, hier. Also der Name Robby ist wirklich gut. Ja, du bist so behindert, ey. Das steht doch auf deinem T-Shirt. Stift. Kein Stift. Ja, jetzt. Robby. Jeder gegen jeden. Jetzt. Robby. Ich verstehe das alles nicht. Das geht nämlich auch auf die DHA-Zeit zurück. Oh Mann, ist das heute ungeplant und durchstrukturiert bis ins Nirvana. Ja, und zwar war da Erdestift. Storyende. Nein, das war damals Nils. Nils hat hatte damals, war damals, ja, der war damals Auszubildender und alle haben ihn nur Stift genannt. Und er war der Typ übelste Depp für alle und deswegen hat er dann ihn Stift genannt. Und dann haben wir ihn versucht, in so einen Raum einzusperren, oder? Wie war das? Unten in einem Schimmelraum? Nee, nebenan. Aber es war. Stefan, meine Zaffe. Okay, lassen wir das. Okay, lesen wir einfach den nächsten Kommentar. Nein, hallo, wir haben noch gar nichts gesagt. Er freut sich auf die folgende Stunde. Ach so. Viel Spaß, also jetzt hast du es ja schon gesehen, coole Sache. Freut mich, dass du dich freust. Wir haben keinen Alkohol, wie Robby hat uns heute verschüttet. Getränke gemischt. Danke an Robby. Das ist ein Zaubertrank hier. Auf, dass du nicht reinfällst. Ja, gute Sache. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das Ding wirklich anseht oder ob ihr das eher hört.
Das wäre wirklich gut. Schreibt es in die Kommentare. Alkohol im Spiel, es haben doch nur zwei Leute Alkohol getrunken von fünf. Nee. Ihr beiden und Sie. Du hast ja auch Heller Kampfträger. Nee, Heller hat nicht. Wenn er Ringsdorf ist, eigentlich Heller war schwache Aktion von Heller. Ja, echt. Also, du Spast. Heller ist übrigens Robert. Ja, also Robert Spast. Apocalyptic Fury, der Tag ist gerettet. Danke, Jungs. Ich finde es echt cool. Und Mädel. Ja. Wie ihr auf richtige Kommentare auch richtig gut drauf eingeht. Doppelt und gemoppelt. Vielen Dank dafür und außerdem ist es echt cool, wie mein Handy hier abspackt und was ihr etwas habt, was ihr regelmäßig macht. Das machen wir jetzt total. Wir gehen jetzt weiter nicht darauf ein. Weiter die nächste Frage. Die Fanboys. Das ist nur so lustig. Alter. Also das war jetzt kein Insider. Er hat gesagt, trotzdem nicht verstanden. Alter. Er hat gesagt, ist egal, wir gehen darauf nicht ein. Die nächste Frage. Scheiß drauf. Okay. Vielleicht schaffst du es beim nächsten Mal. Ja. Die Fanboys. Oh, lololol. Habe da auch eine Frage. Was fratzt? Was fratzt esst ihr am liebsten? Was beste Channel? Kratz aus Bayern. Bayern. Ja, hey. Also was man am liebsten fratzen? Ich denke mal. Das Essen, oder? Ich würde, also ich sage mal, ist bei mir ist echt der Döner aus Mundschuh. Mhm. Ich am liebsten fratzen. Ja, jedes Mal, wenn du hier in Weimar bist, geht's, oh, wir müssen zum Mundschuh. Da hat Robby recht, oder? Warst du heute schon? Nee, das war das Wochenende noch nicht so. Ich mag Pizza am meisten. Bei mir ist es tatsächlich ein Sub von Subway, und zwar Veggie Delight. Veggie Delight 30 cm mit Scheibenkäse, nochmal extra getoastet. Mexican und Chili-Soße. Ah, ja, warte. Alles drauf außer Zwiebeln und Soße, Mexican und Chili-Soße. Und natürlich Toast, selbst gemacht von Anna. Das ist der Himmel auf Erden. Ja. Patrick, was isst du so am liebsten? Was fratzt? Was fratzt du? Komm, jetzt sag mal, was fratzt du? Jetzt wirst du mich hassen, Robin. Lassen. Ich mag ganz dolle Fleisch, garniert mit Fleisch, ja. Fleisch mit Fleisch. Das ist Steak auf Fuhr, ja. Steak auf Fuhr. Ich bin doch tolerant, du Spast. Wir haben hier den Mittelmann, der nichts versteht heute. Was? Was fragst du gerne? Auch. 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 All das. All das auch. Also machen wir weiter. Mama weiter. So, der nächste von Hackel LP. Hey ho, welche Musik hört ihr gern? Würde mich mal interessieren. Nein, welche Musik, Komma? Welche Musik hört, Komma, ihr gern? Würde mich mal interessieren. Nee, coole Sache. Oh ja, hier und schräges Slash M. Anderes schräges Slash. Ja. Jo, jetzt fang doch mal an. Das hast du jetzt verstanden, oder? Musik? Naja, jetzt im Ernst. Naja, klar, also wirklich gern mögen tue ich Ärzte und Musik höre ich auch, obwohl ich sie doof finde. Robby, sehr gut. Was hältst du denn vom letzten Album der Ärzte? Also das beim ersten Mal hören fand ich es irgendwie gut, beim zweiten Mal, naja. Systematisch gesprochen. Also, es ist dann so, halt die Schnauze, es ist dann so kurvig so abgefallen, so ein bisschen und dann so mittel bis. Also es ist nicht das Beste. Das auf jeden Fall nicht. Nee, also da ist ein bisschen viel Müll und auch nicht so viel Gutes drauf. Aber die haben halt. Und wenn ich eher so Bock auf Schrottmusik höre, dann ist es halt dann sowas wie Moneyboy-Alben. Ja. Rave Star, das neue Mixtape. Ja. Spallert oder was? Ja. Geil. Warte. Ich streck das Kokain und verkaufe es mit Gewinn weiter und bin dabei mit Profitieren beschäftigt, sowie Springreiter. Okay, profitieren? Ja, profitieren, alle. Das war auf jeden Fall ein krasser Vergleich. Ja? Ja? So, ja, dann beantworte ich einfach mal weiter. Also ich höre gerne sowas wie Billy Talent, Subways. Aber Ärzte hören wir eigentlich alle. Ja. Ärzte höre ich natürlich auch gerne. Ja, The Gaslight Anthem, also die Liste ist ziemlich lang. Ich muss dazu gestehen, ich habe viel von Robby. Da hat Robby einen wirklich guten Einfluss. Also mit Robby bin ich im Musikgeschmack recht ähnlich. Mit Robby ist man da immer gut gefahren. Ja, mit Robby fährt man da auf jeden Fall gut. Da sitzt man im sicheren Zug, ja. Also, ja, so Rock eher.
Also Hip-Hop ist... Wenn Karl immer seinen Hip-Hop anmacht im Auto, es geht gar nicht. Ja. Immer hier, wenn er kommt hier rein und macht seinen Hip-Hop an. Echt mal. Der war früher mal cool, Kalle. Du warst früher mal cool. Also noch so eine... Als noch... Ja genau, so eine Hardcore-Bitch mal, genau. Ja, echt mal. Da, was haben wir? Spider Killed Banana Man und... Ja, ja. Was man Shit and Fuck and Motherfucker heißt das Lied. Geiler Titel. Ja, ich höre am allerliebsten höre ich The White Stripes. Ansonsten wurde schon viel genannt, Blood Red Shoes, The Gaslight Anthem. Jennifer Rostock damals. Jennifer Rostock fand ich das erste Album noch richtig geil. Das zweite war richtig scheiße. Wieder geht's von vorne los. Ja, das ja, schöne Sache. Nein, damals, da ging er mir mit dem Lied auf den Sack, oder ich ihm, weil ich da noch meine Videos bei ihm zu Hause... Taube? Wo ist die Taube? Robby, ja. Da war halt immer ständig bei mir der Niffer, weil er keinen eigenen PC hatte. Das wird Kalle freuen, dass du jetzt Niffer gesagt hast. Ja? Ja. Also dieser Niffer, Robby, Entschuldigung, hast deinen falschen Namen gesagt, Robby. Ja, und da habe ich halt ein Video geschnitten, da habe ich ein Lied von Jennifer Rostock reingepackt, das heißt, wieder geht's von vorne los, im Refrain heißt es, wieder geht's von vorne los. Und damit hat er darauf angespielt, dass ich dauernd bei ihm rumhocke und Videos schneide und er nicht seinen PC nutzen kann. Ganz früher. Jetzt. Jo. Mhm. Was hörst du noch so am liebsten? Du auch die Arschlichthymne? Ich dasselbe plus System of a Down höre ich sehr gerne. Ach so, natürlich. Das haben wir alle vergessen. Ja. Also, das ist es so lang. So. Ja. Genau. Hat jetzt hier der. Patrick hat noch nicht seinen Arsch. Das ist genau dasselbe. Porn King. Rossi, hör auf die alten Geschichten aus. Porn King, hallo. Ey, du White Skater, ja. Hey, und Black Skater. Ich war weg. Alter! Und der Gelb Skater. Jetzt mal weiter. Ich lese gerade die nächste Frage. Ja. Also Aussage von nochmal von Hackel LP. Ja. Und würdet ihr vielleicht mal Pranks in Ilmenau machen? Daniel? Aha! Daniel. Kommt der gute Mann aus Ilmenau? Das würden wir natürlich gerne mal wissen. Ja, falls und du das nicht wir weißt. Haben schon mal ein Video in Ilmenau gemacht, also da war Robby bei mir. Und der musste in meinem Zimmer auf dem Boden schlafen. Ich hatte nur einen 9 Quadratmeter kleinen Raum, wo gerade mein Bett reingepasst hat und Robby auf dem Boden. Aber na, das war das Russen-Video, wo er hinter den herläuft und dann immer trommelt. Übelst gepisst. Auf diesem Kanal hier ist das zu sehen. Auf diesem Kanal. Könnt ihr euch mal angucken. Das ist das einzige Video, was wir mal im Regen gefilmt haben, einfach nur, weil wir nicht viel Zeit hatten. Ja. Weil jetzt regnet es ja wieder wie Sau und das macht echt das Film nicht unbedingt leichter und angenehmer. Aber wir können gerne nochmal Pranks dann immer noch machen, bin ich dafür. Aber das sind halt nicht so viele Leute, ne? Ja, auf jeden Fall in der Uni sind viele Studenten, die man irgendwie mal verarschen könnten. Mhm. Aber die sind vielleicht schon abgehärtet, wenn da jeden Tag irgendwas passiert. Robby, das ist viel Kohlensäure hier drin. Never Track 1. Auf was für Musikrichtung steht hier? Besucht ihr Festivals, also geilstes Festival, Highfield 2008, was da alles aufgetreten ist, unglaublich. Musikrichtung hat man jetzt schon, also grundsätzlich eher Rock alle, die wir hier so sitzen. Und ja, wie sieht's bei euch aus mit Festivals? Also ich war auf so einem großen Festival wie Highfield oder Rock am Ring war ich noch nie bisher. Oh. Ich würde zwar mal hingehen, aber ich finde es ziemlich halt teuer. Teuer, ne? Ja, das ist der einzige Satz mit dem Preis, was mich da abschrecken würde. Robby ist klopft. Robby hat geklopft. Ignoriert. Nein! Das ist der Martin. So, machen wir jetzt. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so, Highfield 2008, da habe ich die Blood Red Shoes entdeckt. Da gab es die irgendwie erst ein halbes Jahr oder so. Kein Schwein kannte die und ich habe die da entdeckt. Einfach nur, weil du hast sie entdeckt. Die sind irgendwie auf das Festival gekommen. Die hat sie entdeckt. Die groß gemacht und haben gesagt, hier, Robby hat gesagt, ihr müsst spielen. Gleich ein Label gemacht. Nein, Robby hier. Gegen mich. Du Scheißer jetzt mal. Ich habe die für mich entdeckt. Für meinen Musikhorizont habe ich sie. Gut. Gut formuliert. Wer ist jetzt hier Goldwagenschwabe? Ja? So. Und extrem geil. Einfach nur geil, die Band. So. Mir wurde auch jetzt schon mehrmals ein Lied gewidmet auf den weiteren Gigs, auf denen wir waren. Ja, gut, muss ich jetzt kurz sagen. What the fuck? Ach so, ja, wir sind wirklich verwandt. Naja, nicht wirklich. Die Frage, also die Sage an... Die Sage. Was wird denn so also, schöne Geschichte? Die Sage von Nevercheck 1, 4 Tage her. Und what the fuck, Robin und Anna sind wirklich verwandt? Fragezeichen, oh, kleines O, Punkt, großes O. Es wird in Ask ganz schön erklärt. Das Thema wird nie alt werden. Aber ich habe bei dem Schaubild sogar noch was vergessen. Bei Ask 2 habe ich so ein Schaubild gemacht.
habe aber vergessen, zwischen uns eine Verbindung zu ziehen. Das habe ich gar nicht gemacht. Ja, aber wir sind ja über Hier drüben. Ja, aber trotzdem noch. Also, sicherleiten. Sein Papa ist mein Onkel. Aber sein Papa ist nicht ihr Papa. Aber wir sind trotzdem Geschwister. Über die Mama. Über die Mama. Nicht die Mama. Da guckst du wieder nochmal an, das Video dann nochmal an. Ja, Folge 2, das hat Daniel sehr schön erkannt. Inzest oder so hat er das genannt. Irgendwas ist da passiert, das weiß keiner genau. Ja. Nee, also es ist alles safe. Und selbst wenn wir Cousin und Cousine wären, wäre das rechtlich gesehen. Sind wir aber nicht. Aber verbotene Liebe und so, das ist voll sexy, gell? Ja, später. So, der nächste Kommentar wird von Patrick vorgelesen. Jan Düster, ja? Oha, ich komme im Video vor. Kennt ihr den, ja? Jan, wir haben ihn beantwortet. Also. Ach so, meinte das jetzt. Ja. Ich dachte jetzt so. Nee. Er kommt übrigens auch im Video vor. Jan Düster, komm her, du kommst ins nächste Nostalgie. Ins nächste Feedback, komm her. So, aber jetzt weiter. Loop auf Hut, oder was? Loop auf Hut. Warum denkt ihr, ihr seid die Besten? Das denken wir nicht. Also. Wir wissen es. Aber in Wirklichkeit. Lebt ihr was in festen Städten mit Festen? In sich. Ja. Genial, also da ist wirklich ein Moneyboy an dir verloren gegangen. Ich verstehe jetzt den Sinn nicht. Ich kann den Sinn nicht rauslesen. Das ist auch schon eine schöne Anekdote. Ja, ich denke mal, er wollte einfach nur die Frage stellen und hat dann noch ein bisschen hinterher gesprochen. Wir denken nicht, dass wir die Besten sind. Außer gegen die Freeman Boys, das sind wir natürlich die Besten. Ja. Alles kein Hate oder so. Nur Nein, ist nur Spaß. Ja. Aber wir sind die Besten. Alle Freunde. Naja, nicht best, aber halt bisher. Ja, ja. Wie Stefan schon so schön sagte, wenn wir halt irgendwelche Pranks machen oder er, denkt er immer, er ist der Beste, ja, damit das er das gerade machen kann. Ja, aber also Freeman Boys machen ja auch nochmal was anderes als wir. Also. So. Wann kommt eigentlich endlich Hamburg Tag und Nacht? Ja. Wollen wir mal ein Ankündigungsvideo auf Nostera Forts machen? Wir machen jetzt Weimar Tag und Nacht. Warum nicht? Hobby. Sanji, willst du mitmachen? Ihr macht Weimar Tag, ich mach immer noch Nacht. Das ist cool. Und das ist ohne Scheiß. Zusammenhangslose Geschichten. Ja, auf Nostera Forts gibt es so viele geile Formate, warum nicht erweitern? Ohne Scheiß, das war richtig gut. Da kommt nur Content. Nostera Forts ist der Kanal, so tägliche Sachen, richtig staffelweise Serien, alles vertreten. Ich hab jetzt nicht mehr aufgepasst, ist die 11 schon raus? Ist es sogar schon die 14 raus? Alter, du bin bist nicht so up to date. Dann muss ich auf jeden Fall nachholen. Auf jeden Fall, Mann. So, Patrick, was sagt denn Flalux? Flalux 11. Flalux 11. Bei mir bricht das Video immer ab. Es zeigt dann nur eine Laufzeit von 42 Minuten oder so an. Gut, dass wir dich jetzt schon beantwortet haben, bis 42 Minuten war deine Frage drin. Patrick hat so eine richtig schöne Vorlesestimme, finde ich. Ja, er macht das so sanft. Ich denke, das liegt wirklich daran, dass du es falsch hochgeladen hast. Nein, das. Weil der Döner 1 ist auch gut jetzt, ja. Döner. Dünner. Ja, warte, gleich. Ja, da stimme ich auch zu. Nee, aber zu ihm noch, ich bin mit ihm auf Facebook befreundet, das Bild kommt mir sehr bekannt vor. Und ja, geh halt oben hin oder drück F5, oder lad die Seite neu, die bring da hin. Ich habe den Bug auch manchmal, also. Ja, einfach neu laden und dann wieder dahin gehen musst, wo du warst. Sollte klappen. Du kannst auch alles vorlesen. Ansonsten sind gerade so viele Zuschauer bei uns beim Feedback, dass es einfach nur übelst hängt. Ja, das freut mich. Das kann immer vorkommen. So. Was sagt jetzt der Döner? Döner 1. Geil. Robert hat genau meinen Humor. XD. Ja, Robert hat so einen lustigen Humor. Ist halt so, das ist genau der Humor, der entsteht, wenn man so in der Schule nur Scheiße baut, finde ich. Also wirklich, wenn man die ganze Zeit jeden Lehrer dumm kommentiert im Hintergrund und so, ist natürlich echt nicht förderlich für die Schullaufbahn, aber ist extrem lustig gewesen in der Schulzeit. Und ja, so leicht schwarz angehaucht, ne, das geht ja auch immer. So, Deck Joe hat ja im letzten Video gefragt, ob wir zur Kieler Woche kommen. Und jetzt schreibt er, die Kieler Woche ist vom 21.06. bis 30.06. Gut, was ist denn jetzt besonders in der Kieler Woche? Also da schreibt, glaube ich, jemand anderes noch was. Ja, aber ich habe jetzt keinen Plan von der Kieler Woche und keine Ahnung, was ich da hinziehen sollte. Ich habe davon noch nichts gehört. So, die nächste Frage ist simpel, aber dennoch schön. GameTube. Oder Tube. Ein anderer, hm? Ja, wahrscheinlich. Warum raucht ihr? Wieso? Wieso? Unterstehe ich unseren GameTube-Fan. Abonnent hier falsch zu zitieren. Wieso raucht ihr? Ich vermute mal, weil wir das wollen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber. Willst du es oder suggeriert dir dein Hirn nur, dass du mein, das willst? Mein Hirn suggeriert. Suggeriert.
Nee, also. Ja, zu Kalle kommt ja auch nochmal eine Frage. Der Kalle, der stürzt gerade eh ein bisschen ab. Der ist also. Anna raucht eh schon immer und. Immer! Sie ist rauchend aus der Vagina gekommen. Vielen Dank. Nein, ist sie nicht. Sie ist ganz schön und zierlich aus der und ohne Zigarette aus der Vagina gekommen. Danke. Ja, und zu Kalle, das beantworten wir nachher. Jo. Max Movement, einer unserer treuesten Kommentatoren auf Nostera Furz. Ja, sag mir was. Max Movement, Mann. Oder ja. Max Movement. War das nicht? Geht zur Gamescom. Ich komme. Punkt, Punkt, Punkt. Gerne auch zur Gamescom. Jo. Also Gamescom wäre schon geil. Also wäre geil. Wär Keile. Keile. Jetzt habe ich es auch. Das kannst du nicht machen. Sag das Ding hoch und dann steht drunter Keile X. Wir dürfen nicht zu viele Insider-Trunken hier. Ja, aber ich mache den nächsten Feature für Rosario, wenn es Max Movement war. Mit Max Movement? Ja. Geil. Vielleicht war das der. Wenn ich dann. Ja, egal, so, mal weiter. Um mal zur Frage zu kommen. Ja, die Frage. Oder nee, zum Statement. Declarative Statement. Ja, hatten wir jetzt auch schon ein, zwei Mal, ne? Prinzipiell Lust. Du musst halt gucken, ob du Zeit hast. Ja, weil sonst kommt halt, ja nicht hin. Er ist halt unser souveräner Fahrer hier. Er macht da seinen Job auch sehr, sehr gut. Noch kein Unfall bisher. Ja. Trotz in Paris, haben wir das eigentlich schon erzählt, dass uns da der Motor abgekackt ist. Und trotz drei Idioten immer im Auto. Nee, dass der Motor richtig abgekackt ist, die rote Lampe und so hatten wir noch gar nicht. Ja, der Motor ist immer ausgegangen, wenn wir standen. Hallo. Das war voll intensiv. Wenn wir keinen Gas gegeben haben, ist einfach der Motor ausgegangen. Ja, also du bist da in Paris in einem riesigen Kreisverkehr. Und sobald du vom Gas runtergehst, geht das Auto aus. Und das auf diesem Kreisverkehr. Er muss ja halt die ganze Zeit die Pumpe durchdrücken, ja? Die Pumpe. So, also es war spannend. Oh, ich sehe hier schon eine Frage. So, von The Many Maler. Many Maler. Irgend sowas. Kennt ihr Rammstein? Wenn ja, was haltet ihr von ihnen? Ich glaube, kennen tut jeder Rammstein. Ja. Kennen tut es jeder, aber ich finde jetzt persönlich die Musik irgendwie nicht so toll. Ist das ein Downer für dich? Ja, weil du so. Du bist doch auf Rammstein abgegangen ein bisschen, oder? Naja, teils. Nicht alle Lieder, aber schon. Also, ich habe es auch mir ab und zu schon angehört. Manche Lieder finde ich auch ganz gut, aber so auf Dauer geht das irgendwie nicht. Also, auf Dauer könnte ich es auch nicht hören, aber ein, zwei Lieder gehen. Schlecht nicht, aber ich bin jetzt auf jeden Fall kein Fan. Aber was ich cool finde, ist, dass die in XXX am Start waren, ganz am Anfang. Das ist eben ein geiler Film. Der erste natürlich. Gut, der nächste ist wieder von Max Movement. Mach dein Netzwerk, ich will beitreten mit meinem anderen Kanal. Da habe ich tatsächlich nachgedacht. Ich hätte echt Bock, so ein kleines Netzwerk aus Leuten zu machen, die Ähnliches machen. Ich würde auch die Frillen Boys fragen und so. Ja. aber an sich fände ich es lustig. Ich habe aber keinen Bock, das mit Verträgen und so einem Scheiß zu machen. Ja. Der Robby hat wieder krank. Wenn du es ohne Verträge machst, kannst du es eigentlich auch gleich vergessen. Weil dann, ach so, Robby. Weißt du, dann ist es so Halligalli. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da viele. Eine sexy Lösung irgendwie, aber so prinzipiell fände ich es schon cool. Schreibt es in die Kommentare. Jo, vielleicht habt ihr ja den Masterplan. Wir sind nur die Master Race. Ah, das ist hier ganz. Ich weiß es nicht. Wer die übernächste Frage vorliest, Vorsicht. Aber vorher hat Deck Joe noch was. Und wie bei den Spielern, keiner von euch Timesplitters sagt. Also ich fand Timesplitters ein geiles Spiel. Das haben wir auch zusammengezockt. Ja, weil es zusammen ging. Also ich fand es ziemlich cool. Ich finde, das geilste an Timesplitters ist, dass es so aussieht wie Second Sight, was ein viel besseres Spiel ist. Ja, diese Figuren sehen da so anders aus. Ja, da so comichaft irgendwie. Ja. Nee, Timesplitters war schon cool. Da gab es, glaube ich, auch einen zweiten Teil, oder? Der war auch nicht ganz fett. Vier Teile, wenn ich mich nicht irre. So, ich lese mal schnell die nächste, weil da habe ich was gecancelt. Mr. Chain Zero Reaction oder so. Herodes heißt also Piep. Und Robert soll öfter dabei sein. Öfters. Spast. Ja, öfters ist aber falsch. Aber es steht da. Ja, ich habe ihn zitiert. Hallo, hier ist Kohlensäure drin, Alter. Spast. Ja, Robert kann gerne öfter dabei sein, wenn er Zeit hat und so. Also, wir sind jetzt zu fünft. Ich glaube, mehr als fünf sollten es nicht sein. Es sprengt zum einen den Rahmen des Bildes und zum anderen den Rahmen passen der Passen da nicht mehr alle ins Auto. Los, gell? Ins Auto? Passen da nicht mehr alle ins Auto. Warum? Wo dann ein zweites dann? In der sechs einfach. Es geht nur hier um die Fragerunde. Ach so. Ah, ich schau mal raus.
Nee, ich auch mal raus. Komm, integrier mal Patrick wieder. Ja, Patrick, da wird diese schöne, den langen Kommentar von LLY Channel vorlesen. Das ist VBT heißt, ey. Lies einfach VBT vor, glaube ich. Video Battle Turnier, glaube ich. Achso. Hallo und VBT, da freue ich mich. Wen hörst du denn so von den Rappern des VBTs? Und noch eine Frage, weil es so schön ist, plant ihr eure Videos, Videoideen immer lange oder waren manche auch spontan? Mich würden noch weiter Schulgeschichten interessieren. Oh. Liebe Grüße, Lenny. Das wird jetzt ausgiebig. Das kann jetzt lange also, Robby. Die Spontanaktionen sind immer die besten. Hat's gerade vergessen, du. Also, Robby, die Spontanaktionen sind immer die besten. Ja. Weil kann das, man ja dann immer das noch löschen. Auch so eine Sache. Ich will jetzt nicht zu viel über Kalle reden, weil der gerade nicht da ist, aber Kalle hat sehr oft so schwankende Richtlinien. Und früher waren zum Beispiel die Richtlinien, spontane Aktionen sind die besten so. Und jetzt ist es aber viel mehr, yo, lass mal vorher einen Plan machen, dann macht er sich eine lange Liste im Handy, was er alles filmen will. Da ist nichts mehr mit spontaner Aktion mit besten. Ist halt ein Schauspieler. Na, außer wenn man halt irgendwas Spontanes findet, aber. Ja. Aber die spontanen sind die besten und löschen kann man immer noch, hat er gesagt. Kalle und VBT. Joker ist ja dementsprechend gut geworden. Du kommst dementsprechend gut an. Ja, aber ist ja nicht spontan gewesen. Naja, eben. Ja. Es kam gut an. Oder wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Und ich weiß nicht, beim VBT macht er glaube ich nicht mit, aber Kalles Number One ist glaube ich Alligator. Da würde ich Robby zustimmen. Du bist ein Assi. Schulgeschichten, da können wir den Patrick jetzt ausschweifen hier. Ich weiß nicht. Also am besten ist ja eigentlich, dass unsere ganze Klasse asozial ist. Ja, das schon. Aber nur wegen Patrick Völkner. Oh, jetzt haben wir Namen genannt, du. Also wir waren erstmal bis zum... Man kann ja Piep machen. Erstmal unser Leitspruch war 10C FSG, also unsere Schule, Anstand AD. Ja. So, und unser Leitspruch fürs Abitur war, kommt auch später nochmal, nichts gerafft und doch geschafft. Also es... Dazu zu sagen, wir waren erstmal eine Klasse mit 17 Jungs und nur 3 Mädchen. Und dann später hatten wir noch 4 Mädchen dazu gekriegt. Aber durch diese ganzen Jungs war es halt schon ziemlich verrückt, ja. Und mit Robby und Basti und Max und den ganzen Hansel ging es schon immer ziemlich viel im Unterricht auch und Spucken vom Fensterbrett und Skateboard hat man mit und da ist Robby im Unterricht gefahren. Ich weiß doch. Oh, jetzt? Also, nein. Ihr müsst euch das vorstellen, Daniel, ja, er ist ja jetzt in die Breite und Größe gewachsen, war damals so ein winziger Steppke, ja, wie Kalle in seinem alten Film so, und in Musik, ja, Alter, ich meine, wir sind ja unter uns, wir können ja sagen, was wir wollen, auf jeden Fall, alle müssen vor zur Gesangsprobe, und während die so vorgehen, ist die Lehrerin immer kurz abgelenkt, in dem Moment steht er auf, Heil Hitler! Hab ich gemacht? Ja, Alter. Und dieser kleine Zwetschgen, du hast 2 Köpfe kleiner als wir alle. Die ganze Klasse feiert, die Lehrerin hat es nicht gerafft. Aber es gab noch viel geile Reaktionen. Ja, das ist mir jetzt nur gerade eingefallen. Zum Beispiel habe ich mit Robby, saß ich mit Robby neben Chemie. Und da war... Er saß in mir neben Chemie. Robby, scheiße doch jetzt mal nicht so klug hier. Ich muss Kalles Rolle hier verteidigen. Scheiße nicht so. So, da war auf jeden Fall das ganze Periodensystem an der Wand. Und wir haben dann immer probiert, so in den Pausen, wer höher mit seinem Schuh an die Wand kam und da eine Stelle markiert hat. Mit den schlammigen Schuhen. Mit den schlammigen Schuhen, wer höher dran kam. Und die ganze Wand, da war ich so ein Strich dann immer. Das konnte man fast im Periodensystem nicht mehr lesen. Das ist so asozial. Jeden Tag 2/3 mehr davor. Ja. Und wir haben den ganzen Tisch zerlegt. Das waren noch so übelst alte Tische. Da konnte man so drunter greifen. Da war so ein Fach. Und da hatten wir, Robby hatte immer mal seine Schere mit. Und da haben wir da alles zerstört und auseinandergebaut. Damals hatte ich ja auch jeden Tag mein Brett irgendwie mit, weil ich danach immer nach der Schule rollen gegangen bin und hatte auch mein Werkzeug mit. Und dann haben wir den Tisch und die Stühle auseinandergenommen und die Einzelteile. Und das im Unterricht. Ja, die Lehrerin, die war da relativ cool. Also, so irgendwie das letzte halbe Jahr saß sie dann nur noch vorne, hat eine Zeitung gelesen. Es gab dann 3-4 Leute, die noch mitgemacht haben. Ey. Und das am Gymnasium, ey. Naja, geile Verhältnisse. War halt unsere Klasse. Oh, was gibt's denn noch, ey? Es gibt echt viele Geschichten, aber es muss immer ein Stichwort geben und dann fließt es. Aber
ja, wir sind auch ganz schön Assis gewesen, muss ich zum Nachhinein sagen. Also wir hatten immer so einen Ausgestoßenen in unserer Klasse und da haben wir schon ein bisschen drauf rumgehockt. Das finde ich jetzt im Nachhinein nur wegen echt scheiße. Nur mussten wir mit der ganzen Klasse zum Mutprojekt miteinander umgehen trainieren. Das war also im Nachhinein Deutschunterricht immer drauf gegangen. Im Nachhinein finde ich es echt asozial, obwohl er es wirklich verdient hat. Nee, aber also es war, also da sind die lustigsten Sachen bei entstanden. Außerdem, er hat nicht so, ne, der Name ist schon gefallen, aber ich weiß nicht, ob das. Ah, okay. Patrick. Wir haben auch noch mit Patrick unserer Klasse eine Sportart erfunden. Welche? KDH. So. Nein. Ja. KDH heißt Klopp den Hacker. Jeder, der den Hackisack hat, muss brutalst verklopft werden. Es gab ein Hackisack und wir hatten hinter dem Schulhof, da war der vordere Schulhof gesperrt. Und wir mussten alle immer hinter, das war so ein Schotterhof. Und da hatten wir ein Hackisack. Und du bist einfach, hattest den Hackisack und bist losgerannt. Und alle anderen haben dich verfolgt und wollten einfach nur diesen Hackisack, egal wie. Und auf dich draufgesprungen. Umgeworfen. Und unsere Hosen waren danach immer kaputt. Aber das war schön. War schon geil. Aber das wurde ja dann weiterentwickelt. Wir nennen ihn jetzt mal Person X. Und X ist sein Nachname und das Spiel hieß dann X Rodeo. Ja. So. Das Robby, gut umschrieben. Ja, und da war dann das Ziel, möglichst lange auf X drauf zu bleiben. Weil er auch recht groß und mächtig war. Und, aber ja, X hat gut mitgespielt. Da habe ich meinen. Nee, das war gar kein Verweis. Da habe ich eine Verweis. Verweise gab es anders. Ich habe nur einen Verweis. Verweis? Ich habe so das viele Hausaufgabenheft des Robby. Nee, nicht das Hausaufgabenheft des Robby. Das Hausaufgabenheft lassen wir mal lieber. Das lassen wir mal. Aber Robby hat immer gerne gemalt im Unterricht, weil er halt sich gerne abgelenkt hat. Und es war ein Matheunterricht. Da habe ich auch nicht gemalt. Ich habe eine Geschichte geschrieben über die Entstehung des Furzes. Achso, er hat auch sehr viel geschrieben. Ja. So, und Matheunterricht, Robby liegt ja Mathe nicht so. Nee, nicht so sehr. Und der Lehrer hat es gesehen und Robby dachte, clever wie er ist, ach, ich stecke mir das einfach mal in die Hose. In die Unterhose wohlgemerkt. In die Unterhose. Da kann der Lehrer ja nicht hinkommen. Um jeden Preis haben. Und der Lehrer wollte das auf jeden Fall haben. Er ist völlig entrüstet rausgegangen. Dadurch habe ich meinen einzigen, durch so eine sinnlose Aktion. Und dadurch hat man einen Verweis gekriegt. Ja, meinen einzigen Verweis. Robby, da hast du dich. Hast du dich auch mal beim Spicken erwischt und dann hast du auch beim Mönch gesagt, nee, das ist gar kein Spicker und dann hast du ihn runtergeschmissen oder so. Das war aber nicht. War das war nicht Mönch. Nein. Ja, das stimmt. Also das ist das Beste, was ihr machen könnt. Wenn ihr erwischt werdet beim Spicken, sofort den Zettel essen. Ohne Scheiß. Das ist echt. Das ist durchgegangen. Ich meine, im Zweifel wird ihn angeklagt. Ne? Ohne Scheiß. Wie wollen sie nachweisen, dass es ein Spicker war? Ich bin damit durchgekommen. Robby ist gar nicht so dumm. Was denn? Willst du einen Schwank aus deiner Waldorf-Schulgeschichte? Ja, erzähl mal jetzt eine Waldorf-Schulgeschichte. Hallo, das ist eine Kackschule, passiert nichts. Ah, lustige Runde. Hast du einen Schwank oder so, den du mit uns teilen willst? Ich habe auch mal ein Spiel erfunden. Ein Spiel erfunden? Ja, das hieß Halt, Stopp. Halt, Stopp. Das war wie Fangen. Nur der gefangen wurde, der durfte immer Halt und Stopp rufen. Und die Fänger mussten dann stehen bleiben und durften rennen. Also es war halt... Ich bin immer geraten, die anderen mussten mich fangen. Und das hat voll Spaß gemacht, weil ich habe immer einen Aber Stopp nicht brutal. Rufen. Nein. Ja. Aber es war so schön sinnlos. Wir werden da brauchen, was drauf vorgeschickt. Nein, weil immer wenn ich Stopp sage, können die mich ja nicht mehr fangen. Und somit können aber die mich gar niemals fangen. Aber da waren die noch nicht so alt, oder? Was warum war haben die da gehört? Ach, da war ich ja selbst noch übelst der Wanz. Du hast da bestimmt auch noch mitgespielt bei Halt, Stopp. Julia musste da auch noch mitspielen. Halt, Stopp. Halt, Stopp, aber das habe ich erfunden. Mir kommt gerade aber auch eine andere Sache hoch, und zwar Klassenfahrt. Ja. War es 5. oder 7.? Nee, es war 7. Klasse. Oh, ich bin fast aus dem Bild. 7. Klasse. Da sind wir rausgegangen nachts irgendwie. Sollten wir auf unserem Zimmer bleiben. Und Max hat da... das Pissoir mit einer Klopapierrolle, einfach die Klopapierrolle so in das Pissoir reingesteckt, irgendwie ganz tief rein und hat dann gespült und irgendwie ging es dann nicht mehr raus oder hat er noch drauf gesägt oder so. Ja, er hat doch drauf gepisst. Und unser Sportlehrer musste es dann mit der Hand rauspulen, ey, das ist so asozial. Aber das war auch die Klassenfahrt, wo dieser nackte Junge in dem Flur rumgerannt ist. Das weiß ich nicht, das klingt ziemlich cool. Und das war da, wo ich mit Streit in dem Zimmer war und da hat der Anton dann in der Nacht gekotzt. Und wir sind einfach nur wach geworden. Toll. Anton hat in der Nacht gekotzt, Max hat gesagt, ey, ich hab Langeweile. Ja, aber da war der ganze Boden voll und da lag überall Zeitung. Und wir haben uns gewundert, warum da auf einmal Zeitung liegt. Naja, das stinkt dann schön, ne? Und da waren auch so Balken und da konnten wir oben in dem Zimmer rumklettern. Und da habe ich Streit, glaube ich, mit dem Golfschläger richtig einen vom Schimmel genommen. War das nicht auch bei der Klassenfahrt? Das war das verdient. War das nicht auch mit der Klassenfahrt bei Mr. X?
Bei Mr. X? Oder? Der hat mit Mr. X im Billardraum. Ja, den haben wir dann mit dem Billardkühl verwamst. Aber das ist so asozial. Fünfte Klasse, Kinder sind echt asozial. Nee, aber Mr. X hat dann uns auch gefragt, ob wir ihn als Muttersöhnchen bezeichnen, wenn er sich abholen lässt. Haben wir ja gesagt. Ja, klar. Scheiße, diese uralten Schulgeschichten. Ja, wir haben auch immer viel mit den Tischen rumgeworfen, die Stühle durch den Raum geworfen. Ja, wir haben auf Mr. X Tisch, haben wir alle möglichen anderen Tische und Stühle gestapelt, bevor er in den Raum kommt. Weil ihn hat das dann immer übelst aufgeregt. Und dann stand es halt bis zur Decke und er kam rein und ist erstmal durchgedreht. Jetzt so noch eine kleine Geschichte. Robby hat immer Mr. X geärgert im Unterricht und alle haben ihn immer so geärgert. Aber nur, wenn der Lehrer nicht geguckt hat. Aber Person X ist dann immer so ausgerastet, dass der Lehrer es gesehen hat und ja, dann wurde... Im Endeffekt war er immer der Schuldige. War das nicht auch so, dass wir den im Unterricht angerufen haben? Ja. Mit unterdrückter Nummer. Ja, dann hat er das Handy klingelt und eingezogen wird. Ja, und dann hat er gesagt, ich weiß, dass die das waren, ich zeig's ihnen. Ja, ich tue das Handy raus, dann war es unterdrückte Nummer. Oh Mann. Ja, mach das nicht. Nee, Alter, wenn es da machen, so ein Scheiß. Also ich würde es heute auch nicht mehr machen, obwohl ich es endlos... Ich möchte, dass ihr euch jetzt bitte in dem Video entschuldigt. Entschuldigung, Mr. X. Entschuldigung. So, weiter. Ja, Jungs. So, jetzt haben wir aber genug gelabert hier. Vielleicht fällt uns ja unterwegs noch was ein. So, Robin, wie war dieser Blick bei 44,50? Habe ich, glaube ich... Ich habe es mir kurz angeguckt, als ich den Kommentar gelesen habe. Keine Ahnung. Von Halla 4. Dieser Blick von Robin bei 54,50 ist das Geilste, was ich je gesehen habe. Da hast du aber noch nicht viel Geiles gesehen. Zum Beispiel meine Freundin hier. Ja, so. Ich muss den jetzt erstmal kommen. Und würdet ihr bei der nächsten WM oder EM bei eure, was, bei eure Facebook-Seite posten, wo ihr Stimmung macht? Ja, wäre Weimar. Ziemlich geil. Ich denke also mal, ich mache immer Weimar-Stimmung. Ich finde es Geilste, wenn Public Viewing Outdoor ist, die letzten... WMs, EMs war es immer in einer großen Halle. Weimar Halle, passenderweise genannt. Und da ist immer die Stimmung echt ein bisschen scheiße. Das ist so dumm, du wirst bei Public Viewing dafür angemacht, dass du lautstark Stimmung machst. Das ist so dumm. Mhm. Von der Security sogar, ne? So. Wo man eigentlich für Deutschland ist. Aber by the way, wie verdient ihr eigentlich euren Lebensunterhalt im Moment? Ja, zuerst. Ja, also wenn das nicht zu persönlich oder so ist, ist das nicht abwertend oder so gemeint? Nö. Ist nicht abwertend. Ja, Robby, ja, fang du doch mal an. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit der Sparte. Das klingt gut, Robby. Da verdienst du doch aber nichts. Ja, also wie verdienst du das denn, Robby? Na, indem ich es habe. Ich bin's halt. Also Robby. Geile Scheiße, gell? Robby ist so. Wirklich gut. Wie verdienst du denn deinen Lebensunterhalt? Ich gehe arbeiten. Scheiße, stimmt. Neben meinem Studium gehe ich arbeiten. Und natürlich kriege ich, nee, BAföG kriege ich nicht, aber ich kriege halt von meinen Scheiße, Eltern. Damit wollte ich dich nämlich jetzt eigentlich dran kriegen, dass ich sage, du schlafst dich hier mit BAföG durch. Auch noch was ich kriege da von meinen Eltern halt monatlich ein bisschen hier. Geld. Ah, ja, also, egal. Ja, na. Ja, ich wohne nicht mehr bei Mutti. Robby? 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 Nichts. So, der nächste. Ich bin Hotel-Tussi und du bist auch Hotel-Tussi, gell? Ja, ja, ja. Zwei Hotel Tussen. Und du? Ja, ich Patrick ist hier im 5 Sterne 30 Nobel Hotel Ecke. Ja, mindestens. Weimar. Wird nicht reichen. Also sollte ich jetzt noch auf der Schule bleiben, werde ich so lange dahin bleiben, denke ich. Hängen bleiben. Und wie verdienst du deinen Lebensunterhalt? Na, Taschengeld. Ja. Ja. Schon geil, ne? Wie viel kriegst du denn? Wenn das nicht zu persönlich ist. Das ist viel zu persönlich. Okay. Über Geld spricht man nicht, mein Herz. Ja. Ich kriege übrigens von meiner Mutti. Ah, okay. Wie ist das mit dem nächsten Kommentar? Ich glaube, die müssen wir überspringen, weil es ein englischer ist. Ach nee, und ja, aber zur Hölle ist Annas Hose auf. Nicht. Ich sehe gerade nicht, das ist nur, wenn ich so viel Bier trinke dann, und wenn die Hose so kneift, dann muss ich viel, viel öfter pinkeln gehen. Deswegen mache ich die immer schon von vornherein auf. Und fühlst du dich da immer so aufgebläht? Nein, fühle ich mich nicht. Bist du mit Activia? Das kann ich immer vorlegen. Nee. Hier, das ist ganz ruhig. Das da Gummibär. Ich persönlich finde das Joker-Video auch ziemlich gelungen. Und ich habe wieder zwei Fragen. Wer ist euer Lieblingsspielcharakter bzw. Filmcharakter? Ja. Ja. Okay, wollen wir das erstmal abhaken? Ja, das würde ich. Fang du mal an. Ich muss erstmal überlegen, wer mein Lieblingsspielcharakter ist. Alter Schwede. Es gibt sehr viele. Natürlich finde ich von GTA San Andreas CJ. CJ ist lustig, ja. Cool. Aber der bleibt dann, glaube ich, auch nur so im Gedanken im Kopf, weil er der erste bei GTA war, der so richtig Persönlichkeit hatte.
Ja, bei GTA 3 hat er gar nicht geredet und Tommy Vercetti hat auch. Ja, das stimmt. Glaube ich. Na, guck mal, was also ich in GTA 5 Spielcharakter ist auf jeden Fall bei mir der erste, der mir einfällt, Big Boss von Metal Gear. Ja. Naked Snake. Also, und ansonsten. Wie hieß denn der hier bei Resident Evil 6? Der Chris! Von Chris. Nein. Wie hieß denn der? Der aber gerufen hat, Captain! Oh scheiße, ich komme gerade nicht drauf. Ich hoffe nicht, aber den fand ich total cool. Das war so ein richtiges Weichei. Ach, Weichei? Ja, der war ziemlich cool. Der hat einen komischen Namen auf jeden Fall. Also, dafür hat man ziemlich zu viele Spiele gespielt. Bei Spielcharakter ist, muss nicht unbedingt ein sein, den man selbst spielt, oder? Nö. Na dann Midna aus Twilight Princess. Wer? Midna aus Twilight Princess. Midna? Ja, das ist. Heißt das nicht? Das ist die Navi, aber halt Twilight Princess, das ist ein anderer Charakter. Ja, ja. Da fällt mir noch ein Sheik. Also die Weiterentwicklung von Zelda. Die fand ich in den Spielen. Die digitierte Version. Die war echt mächtig in den Spielen, deswegen fand ich die. Du meinst aber in Super Smash Bros. Ja, also in Super Smash Bros. Nicht in Zelda. Da habe ich übrigens Robbie immer fertig gemacht. Das stimmt nicht. Also, nicht bei dem auf Gamecube vielleicht, weil mir das zu schnell ist. Aber das N64, da baller ich dich auf den Tisch. Also ich würde mir auch extrem für Nintendo wünschen, dass Midna in den nächsten Smash Bros. Mal vorkommt als spielbarer. Ist das so eine kleine Fee auch? Nein, das ist... Kannst du ja mal gucken. Nee. So, und jetzt noch Filmcharakter war es nicht auch noch? Genau. Nee, ja, und Filmcharakter, beziehungsweise. Und welchen Film habt ihr zuletzt gesehen, den ihr richtig gut fandet? Puh, Alter, ohne Scheiß, so richtig gute Filme in letzter Zeit. Also ich fand ich den vor allem in 3, also war sehenswert. Ja. Aber so richtig gut müsste man... Also der letzte richtig geile ist bei mir nach wie vor The Raid, ein Film aus Thailand, glaube ich. 90 Minuten pure Baller-Action. Hast du den mal angeguckt? Ich habe mir den angeguckt, weil du den so pur geil findest. Ja, und der ballert auf jeden Fall. Ansonsten bleibt mir echt nicht viel so von Filmen im Kopf. Ich gucke auch mehr Serien, glaube ich. Das liegt wohl daran. Black Sheep. Guckt euch den Film Black Sheep an, Alter. Das ist so ein pure Action. Ich meine, der Film endet damit... Nee, das will ich eigentlich nicht Spoiler. Nein, Spoiler hin nicht, ja. Ohne Scheiß, sucht euch eine Runde von mindestens 5 Leuten und schiebt Black Sheep ein. Ja, ich weiß nicht, das haben wir drüben bei Patrick ja, zu 10. Da war sogar Alexander Wien dabei. Da war sogar Robert N. dabei. Ja. Gut, Alter. Okay. Ich weiß nicht, was Robert dazu sagt. Was? Alter, ich krieg da die Stimme nicht rein. Scheiße. Sir Bolzen! Sir Bolzen! Sir Bolzen! Du bist noch mit Bert, damit sich die ganze Pfote angezündet hat. Ja, oh schön. Oh, es gibt so viele schöne Geschichten. Einfach nur wie Matthias X. Punkt, ja, also wieder eine andere Person. Ja, hat Spiritus, Benzin, irgendwie 3 brennbare Sachen hat er kombiniert miteinander. Und er hatte die in der Flasche und wollte sich die Hand anzünden, weil er das mit Deo immer macht. Ich mache das ja auch mit Deo manchmal. Also aber mit Spiritus jetzt. Mit Deo ist da kein Thema. So, nicht so zu Matthias B. Punkt. Habe ich so gesagt, du weißt ja schon, dass das nicht wie ist wie mit Deo. Ja, scheißegal, zündet sich die Hand an, guckt sie noch lustig so 5 Sekunden an. Ja, passiert nichts weiter. Dann merkt er, es wird warm. Fängt an mit Schütteln, geht nicht aus. Das hat er noch alles. Das war zuallerletzt. Erst hat er noch auf dem Tisch und dann irgendwie so gewischt. Und ganz zum Schluss, irgendwie nach 20 Sekunden, hat er sich dann draufgesetzt. Am nächsten Tag war alles voll mit Feuer und mit Voll mit Feuer. Das hat am nächsten Tag immer noch gebrannt. Ja. Ich habe gerade den Anfang verpasst. Was hat er sich drauf gemacht? So ein Spiritus-Benzin und so 3 Sachen. Krass. Okay. Gut. Echt dumm. Klar. Macht man nicht. Alter, sind wir heute ausschweifend beim Erzählen. Ja, gut. Soll ich gleich die nächste vorlesen? Jo. Eigentlich traurig, dass ihr euch für jede Aussage, die man irgendwie rassistisch aufnehmen könnte, sofort rechtfertigen müsst, damit ihr nicht zu Tode gehatet werdet. Von denen, die keinen Spaß verstehen. Das stimmt. Aber hat ja eigentlich keiner was gesagt. Das war ja nur präventiv, das letzte Mal. Also wie jetzt mit der Story mit Heil Hitler. Er steht mitten im Raum, mitten im Unterricht auf und sagt Heil Hitler. Das sagt er aber nicht, weil er irgendwie rechts ist oder Hitler. So. Ja, weil wir es einfach nur lustig finden. Seit 1945 ist die Aussage Heil Hitler auch total dumm. Also jeder, der Heil Hitler sagt, weißt du, Hitler ist weit weg vom Heile sein. Deswegen braucht man sich auch nicht das Heil wünschen. Also das ist total dumm. Deswegen der Satz hat überhaupt keine Aussage. Jo. Mein Getränk ist leer, Robby. Robby meint es aber auch schon ganz nett. Ich habe noch gefrorenen Orangensaft. Geil. Den nehme ich.
So, ach, Herr Rodes ist sowieso der coolste, sagt Max Movement. Ja, also der, das ist ja, also ich komme, also, der ist wieder rot. Der ist ja gefroren. Ja, das ist ja der. Der früh auf. So, ich mag den lieber gefroren. Lomasch, wie sein Gänse. Überhaupt nicht. Ihr nicht mal mit Mentos in der Hand auf Kohlejagd gehen. Oder ist das zu simpel? Ich habe sowas ähnliches gemacht im Kellner-Video. Da habe ich einfach in eine Cola Zucker reingeschüttet und da hat es auch wie Sau geschäumt. Könnt ihr euch mal gucken. Ja, und welches anderes ähnliches war im Pink Battle, wo wir uns Brausepulver in den Mund gemacht haben und dann ja, Wasser. Das war mega fail. Wir wollten einfach gucken, wer es länger aushält, schäumendes Brausepulver im Mund zu behalten. Und beide gleichzeitig rausgespuckt. Ja. Das geht einfach gar nicht, der Druck war zu krass. Ja, und das ist noch recht interessant. Welches Video von euch sollte man eurer Meinung nach Leuten zeigen, die ich nicht kenne, um euch zu präsentieren? Das hat Antonina, unsere Fanin, die uns besucht hat, mich auch gefragt, weil ihre Lehrerin Interesse hatte. Und da habe ich gesagt... Jetzt hast du im also, Grund. Wenn man Assassin's Creed kennt, würde ich sowas sagen, weil das relativ gut zeigt. Aber sonst... Ja, haben wir nicht so also Vorschau-Videos, Prank-Compilation, ja, wo wir alles so kurz zeigen? Ja, können wir auch. Aber das ist am besten, du zeigst einfach das, was dir am besten gefällt. Ja. Dann und, kannst du ja mal in die Kommentare schreiben, was dir am besten gefällt. Schreibt in die Kommentare. Und was halten... oder hielten eure Lehrer von euch? Finden die euch lustig oder sind die genervt, weil ihr scheint ja wirklich überall Scheiße zu bauen? Ja, die waren also... Och, Daniel. Ich hatte unter dem Lehrerkollektiv sehr viele Hater. Mensch. Um das mal zu sagen. Ehrlich? Ja, Daniel. Doch schon. Kann man dich nicht aber ein paar Leute, die mich halt deep down verstanden haben, die fanden mich auch dann extrem cool. Robby, das ist jetzt ein bisschen dreckig hier. Ja, schön. Also ich war immer lieb zu meinen Lehrern. Ich stimme mal immer ganz hoch. Schön. Robby. Ja. Bei dir gibt es ja auch keinen Grund, nicht lieb zu sein. Ich meine, was an Waldorf gut ist, na gut, nee, bei dir nicht irre, dass die Lehrer eigentlich alle recht nett sind, sag ich mal, und nicht irgendwie... Du so einen Hass auf dich schieben oder sowas. Bobby, die Lehrer wollen einem doch nie was Böses. Ja. Das sagen sie alle. Und dann sind sie schwanger. Und noch eine Frage an Silvio. Was hast du so für Rap außer Trailer Park und was magst du und kennst du noch? Hey, wer ist Silvio? Na, hallo. Na, zwei Silben und S am Anfang. Silvio, so ganz klar. Ja, da sag ich auch nochmal Alligator und... ja, der hört auch so viel VBT-Quatsch und schönes Blog-Dings und so ja. Deep bin ich da nicht drin in seinem Musikbusiness. Nee, wir haten immer seine Musik, wenn er die hier anmacht. Aber einfach nur aus Gag, also ich habe jetzt nichts gegen Hip-Hop so, aber es ist halt echt dumm, dass er von zu Hause kommt, wo er die ganze Zeit seine scheiß Lieder hören könnte und dann kommt er hierher. Und macht sofort irgend so ein Hip-Hop-Lied an. Ja, das ist ein bisschen dünne. Jo, der nächste. Jazz ist anders full. Das ist der letztens unter Herodes Talk gespannt hat. Tu das nie wieder. Verdammt eigentlich, wollte ich ja mein Deutschplakat für morgen machen. Aber da es nun dieses Video online ist, kann ich das vergessen. Tja, man muss halt Prioritäten setzen im Leben. Finde ich cool, aber die Frage, du könntest es doch nebenbei hören, oder ist das Bild so wichtig? Also so habe ich es letztens auch gemacht, um die anderen das Thema Feedbacks nachzuholen. Ich einfach während des Zockens das auf meinen zweiten Bildschirm geworfen und. Siehst du? Und dann, aber ich habe dann halt beim Zocken auch schon ganz schön abgelenkt, immer weil ich mal rüber gucken musste. Und was hast du abgefailt, ja, ist ja nichts Neues. Ich war top. Das war jetzt. Der Mr. Killer sagt, wer geht jetzt an Kalle? Also hat Kalle in irgendeinem Video nicht mal gesagt, eigentlich rauche ich gar nicht. Ich glaube bei Tronic Center oder so. Da hat er eine ziemlich gute Kapazität. Gut rausgerettet. Ja. Weil das war wirklich beim Trolling Center beziehungsweise bei den Outtakes, weil er da so ein Joint genommen hat für das Video. Der Typ hat uns ja ein Joint gedreht, wo nur Tabak drin war. Und da hat er das gesagt und ja, ne, wie gesagt, Kalle stürzt zurzeit richtig ab. Der ist total abfuck. Ja. Nee, ich weiß auch nicht. Also es fing an mit, ja, ich rauche nur auf Partys und jetzt irgendwie auch bei partyähnlichen Gelegenheiten oder auch mal zwischendurch. Ja, der raucht öfters, ja. Aber er raucht nicht jeden Tag auf jeden Fall. Das ist mehr so gechillte Base, weißt du? Und ich glaube, er bezahlt sich auch selbst nicht auf Zigaretten. Er schlaucht immer. Ja, er ist nur auf Also, ja. So, warte, die nächsten können wir überspringen. Die habe ich nämlich schon mal. Nicht mit Ask? Nee, das... Ja doch, das ist die nächste. Was wird jetzt eigentlich aus dem Format Ask Answering Stupid Questions? Ja, das haben wir ja schon mal gesagt. Das behalten wir natürlich bei. Es ist halt nur mega aufwendig. Aber... Es ist nicht, es macht es hier nicht sinnlos, dass wir diese Videos machen, macht Ask nicht sinnlos, weil diese Videos sehen auch viel weniger Leute als Ask, zum Beispiel.
Da können wir auch ruhig Fragen nochmal doppelt beantworten oder so. Ja, das hat übrigens Funky Shitter schon beantwortet. Ja, ja, das habe ich aber jetzt extra nochmal reingenommen. Ja, aber Funky Shitter hat darauf geantwortet, wurde doch schon beantwortet. Das Format ist nicht eingestellt und das hier ist nicht der Ersatz, sondern nur zusätzliches Rumgepimmelei. Genau. So, so danach hat Funky Shitter aber nochmal kommentiert. Stern 21, meine ich. Ja, da hat er noch einen korrigiert, Mann. Achso. Der ist da voll in der Alter, du bist voll cool. Der ist deep down, Mann. Gesichtserkennung. Phantom Zero ist der nächste. Und zwar ist das auch ein Fan, der uns bereits besucht hat. Amadeus. die Chose um meine Person ist ja indirekt schon gelüftet. Jetzt ist sie sogar direkt gelüftet, mein Guter. Ich habe euch schon, bevor ich in Weimar war... Kalles Grinsen ist hässlich. Ach nee, warte, was schreibt er hier? Kalles Grinsen nachzuurteilen. Robby. Kann er sich scheinbar auch noch gut erinnern. Jo. Also der hat uns besucht und zwar über das Teil. Das war unser erster Fan, der kam, glaube ich. Mhm. War ich da auch dabei? Wir waren bei uns so. Du warst der Einzige, der gerade nicht da war. Sorry, tut mir leid. Ich kenne dich also nicht, Phantom Zero. Aber kommentiert auch sehr fleißig bei Nostera Forbes, finde ich sehr geil. Mal so aus Interesse liegt das Video aus dem Munzur. Achso, genau. Das Video, ja, wir haben da was gefilmt. Irgendwo liegt das bei mir auf dem Rechner, aber frag mich nicht wo, ohne Scheiß. Weil das ist immer so was Random-mäßiges, wird nicht benannt und so. Also eine Serverfarm haben wir jetzt nicht und Diskette nutzen wir auch nicht mehr. Aber Diskette kann ich mich noch erinnern, da haben wir immer mal geduckelt. Ja. Das ja. war noch die Zeit, die da bin ich mit Diskette so. Rüber zu Patrick und haben irgendwas... Spielcracks. Ne? Ja, irgendwelche Spielcracks ausgetauscht. Schon erstaunlich, was damals da so drauf gepasst hat. Ja. So. Buchstage. Anetschka Schneider hat kommentiert. Zwei Silben. Anfangsbuchstabe S. Stefan. Sehr gut! Ja, das ist ja kein Geheimnis. Ne? Und jetzt noch eine Frage. Stefan Hetzlaff, Krimidee. Google. Lukas. Kika. Lukas. Kika. Robby. Also. Nochmal, warte, ich mach's nochmal. Stefan Hetzlaff, Kika, Krimidee, Erfurt. So. Gut gemacht, Robby. Eine Frage, warum seid ihr eigentlich so Hammer? Weil wir übelst tight sind und immer die trendy Sachen und so machen. Und ja, wir sind einfach nur übelst die Mainstream-Opfer. Ey, der Clip hat es gar nicht geschafft. Für Ask 2 wurden wir gefragt, ob wir den Freeman Boys nochmal zeigen können, wo der Hammer ist. Was sagst du? Du meinst Forbes, ja. Ja, und okay, wir haben es denen gezeigt, aber ich habe es vergessen, ins Video zu nehmen. Warum? Das nächste machen wir. Tut mir leid, MC Herodes. Oh. Ja, da kam ich einmal im Video vor. Können wir das jetzt beantworten? Die nächste Frage von XWarrior112X. Was arbeitet Robert? Macht, glaube ich, gerade eine Ausbildung. Er macht eine Ausbildung als irgendwas. Aber also, das also können wir dir leider nicht genau sagen. Irgendwas Handwerkliches, glaube ich. Ich glaube auch, irgendwas war das. Irgendwas. Wir also, fragen ihn mal, der kommt bestimmt mal wieder vorbei. Jazz ist anders voll, drückt 8 für den geilen Dildo-Slap. Du kriegst jetzt mal einen hier, schlag mal irgendwie die Kamera. Oder? In die Kamera. Ach, in die Kamera. Nee, der verrutscht die, lass mal. Gibt es irgendeine Erklärung, warum euer Video Internet-Memes in Public Trolling bla wo bist du denn jetzt? So viele Dislikes hat. Das war jetzt Spam gemeldet, das hast du nicht aufgeklappt. Ich habe aber ein Screenshot hier am Start, deswegen sehe ich das. Da gibt es eine Erklärung, und zwar wurde es auf reddit.com verlinkt und die sind da so Prinziphasser von Memes, was ich ziemlich dumm finde. Ich finde es generell echt dumm, wenn man irgendwas, egal was, aus Prinzip hasst, wenn man sagt jetzt, das ist wie Rassismus, alle Schwarzen sind scheiße, das ist total dumm. Alle Memes sind scheiße, alle die Memes verwenden sind scheiße. So das ist einfach total beschränktes Denken. Achso. Ja. Ich hab dir nicht zugehört, aber wird schon stimmen. Ja. Und deswegen hat es so viele Dislikes, weil das in der Cringe-Abteilung, also zusammenzucken, angewidert sein oder so heißt das, verlinkt wurde. Und ja, aber mein Gott, haben sie uns halt auch. Aufrufe zwischen den Beinen? Oh, das ist ja riesig. Patrick. Aufrufe, ja. Ich hab mal Patricks Hodensack gesehen. Ja, auch. Die Geschichte hatten wir erst letztens. Ja, da hat es aus seiner kurzen Hose rausgelunzt, sein Säckchen. Ja. War das schön, ja? Da waren wir zu dritt am Spielplatz hier gleich in der Ecke. Das ist auch dann nochmal passiert, ja. Später bei uns auf der Anhörung auf dem Schulhof. Da hatte ich auch so ein Loch hier in der Hose. Das weiß ich. Na, da sah mir das erspäht, ja. Hat es genossen. Du hast es auch genossen. Oh ja. So, Mr. Mainz 05 ER. Sagt, warum müsst ihr rauchen? Trauriges Smiley. Tja. Böse. Wenn man einmal damit anfängt, dann ist es einfach. Eigentlich ist Rauchen total dumm. Es kostet Geld, es macht deine Lunge schlecht. Es hat nicht mal einen tollen Effekt. Ja, es hat keinen tollen Effekt und es schmeckt auch nicht mal. Eben.
Also, das Ding ist, für die Leute, die rauchen, hat es ja in dem Sinne einen Effekt. Ja, weil die sagen, es würde sie zufriedenstellen und beruhigen. Ja, aber das Ding ist, das Rauchen befriedigt dich nur, weil es dir vorher was wegnimmt. Wenn du es aber gleich sein lässt, weißt du, du fängst an mit Rauchen, bist dann auf dem Level, dann sinkt das runter und dann rauchst du und dann bist du wieder auf Normallevel sozusagen. Das ist eigentlich echt dumm. Das ist ein bisschen ähnlich wie mit Kaffee eigentlich. Sprechen da gerade Leute, die noch nie geraucht haben und voll den Plan haben? Es ist so. Es ist also ich hab nie das Gefühl, wir sind einfach Hammer, wir wissen das. Ja, aber was hast du denn für einen Vorteil? Aber du hast doch nicht das Gefühl, dass du irgendwie ein Level erreichst, denkst du nicht? Nein, das war jetzt nur so sinnbildlich gesprochen. Oh, ich habe jetzt einen Tag keine geraucht. Ich ja, und dann hast du Zieps auf eine. Ja, dann hast du Zieps. Aber du hast ja doch nicht irgendwie ein Level, das ist ja wirklich dann... Nein, das war ja nur, einfach nur... Ganz ruhig. Robby hat bildlich gesprochen. Das Verlangen nach einer Zigarette ist ja nichts Natürliches, das meine ich. Das ist nicht unbedingt Verlangen, das ist eher so die Gewohnheit. Weil wenn ich jetzt einen Tag bei dir bin, rauche ich ja meistens überhaupt nicht den gesamten Tag. Wenn ich dann aber einen Tag mit meiner Mutter in der Küche sitze und Kaffee trinke und rauche und gerade auf Arbeit, wenn dann Pause sind, alle geraucht und dann ist einfach so drin. Robby. Ja. Robby, ich finde das nicht gut. Also, ich rauche nicht. Also. Sagen Sie dir, ich finde das nicht gut. Ja, okay, ich höre auf. Ich klebe mir ein Nikotinpflaster drauf. Ich versuch's mal. Echt mal. So, was ist die nächste Sache? So. Kommt Robert aus Halle-Saale, hab ich hier. Ja, hab ich auch. Nein, kommt er nicht. Wir kommen alle aus Weimar. Robert kann nur Schöndorf. Ja, Schöndorf ist ein Teil von Weimar, mein Gott. Der ist schön. Der ist natürlich ein bisschen besonders. Ja. Ist ein ganz schönes. Da gibt's viele von Robert. Also, wenn du Robert zum Wurf feierst, da oben gibt's mehr davon. Ah, okay, den nächsten muss ich jetzt versuchen nochmal zu betonen. Ja? Recaliable. Rakaliable. Haha, hab mich voll erschrocken, als ich mein Handy lädt gerade, warte. Ach scheiße, jetzt bin ich vorbei. Was ist dein? Als auf einmal Robin an meinem Namen verzweifelt. Hätte nicht damit gerechnet, dass ihr die Frage beantwortet. Wir beantworten alles, das wird wahrscheinlich dann schön lang immer, aber... So, und die nächste Frage haben wir leider auch schon beantwortet. Was für Musik hört ihr denn so ganz gerne? Ja, dann jetzt nochmal zurück, falls du es übersprungen hast. Also, das... Hallo. Was denn? Also, das ist immer noch sein Kommentar. Also, dass einer von euch Ska mag, ist ja nicht zu übersehen. Ja! Aber so ein bisschen genauer. Also Ska ist eigentlich schon... Findest du auch gut, oder? Finde ich auch gut. Habe ich wieder von Robby, diesen Musikeinfluss, was ich vorhin schon genannt habe. Ja, der Editor of this Video hier und so. Ne? Also ist ja klar, dass ich die Musik aussuche, wenn ich die Videos schneide. Und deswegen ist das manchmal schon Ska-lastig. Ist vielleicht nicht für jeden was. Ich war früher auch auf dem Level, dass ich nicht dauerhaft Ska hören konnte. Aber mittlerweile habe ich mich da so reingehört. Also ist echt fett. Auch schon ein bisschen, ich hab's geschafft. Das nächste ist doch mal wieder interessant von X-Vital Lux P Max. Wollt ihr nicht mal ein Buch schreiben? Du wirst lachen. Ja, der Robby will eine Robby, ich habe tatsächlich mehrere Ideen, aber. One Life of Nostera Food TV. One Day in the Life, du hast länger nichts gesagt. Also wird Herodes das Buch schreiben. Ja, danke, ist nein, ohne Scheiß, aber... Nenn doch das Buch Die Street und die Straßen. Nein, One Day in Life. Ich habe ein Buch quasi schon fertig im Kopf, aber ich habe keine Geduld, sowas aufzuschreiben. Also, du kannst es doch diktieren. Ja. Also das ist dann wird es ein Hörbuch, dann hört sich das... Nee, da kriege ich aber keine Struktur rein. Also wenn, dann müsste ich es schon tippen oder so. Robby, es gibt auch so eine Apps, die nehmen das auf und schreiben das für dich. Ja, aber... Ehrlich, es gibt... Aber das schafft Robby nicht mit seinem... Ja, mit meinem Handy hier. Ich ziehe mir mal die neuesten Apps drauf. Nee, aber selbst dann, ich habe einfach... Selbst wenn ich es nicht schreiben muss, ich habe nicht... Weißt du, wenn ich gerade zum Beispiel... Es gibt ja nicht nur Action-Passagen sozusagen und sowas, und wo es gerade wichtig ist. Ich habe nicht die Geduld, das war damals in der Schule schon, als wir mal Essays oder sowas schreiben mussten, habe ich nicht die Geduld, das auszuformulieren. Ich will dann so einen bestimmten Teil und den schreiben und auf den Rest habe ich gar keinen Bock, weißt du? Das war schwer. Ja, also, na, das sowieso. Ich habe sowieso immer so gemacht, die ersten... Schreiben, weißt du noch? Auch, mach weiter. Im Abitur, ruhig ausschweifen, ja. Im Abitur die ersten zwei Stunden nur gegessen. Oh, die Geschichten schreiben nur gegessen und dann ganz gechillt angefangen und mit dem Klingeln, mit dem Schlusszeichen war ich fertig mit der Arbeit. Bei jeder größeren Arbeit habe ich das so gemacht. Es klappt immer, es ist genial. Was? Wie war denn das mit Robert seiner Geschichte, Robby? Wo dann alle sich abgeschossen haben und die überlebt haben, sind im Blut ertrunken. Ja, das war krass, da hatten wir Vertretungsstunde und da hat Robert... Ja, da hat Robert... Ist so traurig, echt. Da hat ja... Wir sollten, das war irgendeine Lehrerin, die keine leiden konnte. Und jeder hat irgendeinen Scheiß geschrieben und Robert hat es einfach um
50 Level übertroffen. Irgendwie ein Massenmord von 12 Leuten, der eine wurde im Fahrstuhl. Der eine wurde an seinem Gedärm irgendwie erhangen oder so, an seinem Darm. Ich hab auch auf den Fall geguckt. Und dann sind alle, der restliche Teil sind alle jämmerlich im Fahrstuhl, die am eigenen Blut ertrunken und so. Und das Geile ist aber, dass er das laut vorgelesen hat in der Klasse. Hammer, Robert ist schon ein Hammer-Typ. Nee, wenn ich sowas machen würde, würde mich meine Klasse doof finden. Weil doof! Das ist echt übel. Das ist traurig, oder? Ja. Nee, aber das fand ich schon echt ganz schön krass. Also die Geschichte war echt heftig. So. So, die nächste Frage von iPod. Jawohl. iPod. Wann hattet ihr euren ersten richtigen krassen Absturz? Egal ob mit Alk oder Weed. Ich hatte meinen ersten und einzigen mit 12 bei meiner Oma Inge. Ja, was war das mit wo du hier deine Cola getrunken hast? Ja, das war kein Absturz. Da hat nur ein Brett geschrott, das habe ich ja letzten Mal gesagt. Was aber richtig geil war, wir waren mal bei so einer Weihnachtsfeier und da bin ich beim Skaten umgeknickt. Und war dann total entschärft und hab dann so einen heftigen Lach. Das war da, wo dieser hässliche immer reinkam. Ja. Und jedes Mal, wenn sie reinkam. Ich hab die so ausgekrönt und so. Das war wirklich oberflächlich und so, aber. Also so hatten wir ihn noch nie erlebt. Er lag echt unten in der Ecke, neben der Tür so, die Tür ging auf, egal wer reinkam, sofort übelst ausgelacht. Und dann kam der Bergler rein und dann, ich weiß nicht, wer es war. Ih, der Bergler schon wieder, da ist ja irgendwo ein Nest und so. Ich hab mich so entschärft. Es war total dumm. Aber ich hatte irgendwie, weil ich die Verletzung am Fuß hatte, der hat übelst wie Sau wehgetan. Und ich weiß nicht, was da los war. Das war richtig lustig. Ich glaube, das war auch das, wo irgendjemand ist über den Tischtennistisch geflogen und der ist dann da reingeklappt. So. Das sind auch immer diese intelligenten Moves. Ja. Oder mit Lutz, ey. Da haben wir den im Bad eingesperrt und er hat vor die Tür gedrückt und hat die dann irgendwie ausgehebelt und ist mit der Tür aber, in den Raum reingefallen. Aber wir haben echt ein Sofa vor die Tür gestellt. Wir haben alle dagegen zu drücken gedrückt. Und ich bin da, ich hab. King Lou. Hast du da draufgelegt, haben es alle draufgesetzt und ich die Couch auch. Ja, stimmt. Trotzdem weggeschoben. Und irgendwie, ich weiß nicht, was wir gemacht haben, auf jeden Fall habe ich Indoor-Parcours gemacht. Also Indoor. Mit der Scheibe? Ja, genau. Und bin dann irgendwie von einer Wand abgesprungen in die nächste Scheibe rein und. Also, war so ein Pult und du konntest von dem Pult konntest dich dranhängen und dann zum Fensterbrett springen. Und da war natürlich gleich die Scheibe hinter dem Fensterbrett und Robin springt rüber, schafft und dann ist dann noch so ein bisschen rein und dann war die Scheibe im Arsch. Du musst noch ein bisschen Geschichten erzählen lernen. Robin. Stift. Ich hab's schon wieder vergessen. Ach nee, Porn King war's. So, was denken die anderen eventuell? Ihr habt die Frage gar nicht. Auf der Kalender. Willst du sie noch beantworten, Patrick? Wann war dein erster Absturz? Der erste, ja. War das der erste oder der letzte? Wann der ersten richtig krassen Absturz hatte. Oh, das ist schon lange her. Ich glaube, die Dinger. Kann man sich ja nicht mal erinnern, der erste Absturz. Kann man sich ja manchmal nicht dran erinnern, wenn du den Absturz hast. Das geht ja nicht. Ja, du weißt ja noch, du hinterher, wo du aufwachst dann. Kalle hat jedes Wochenende seinen richtig krassen Absturz. Nee, aber so 4-5 Jahre ist schon her. Wenn er es wieder vergessen hat. Nee. Ist immer wieder der erste. Der Kalle ist nämlich, der ist seniler Alkoholiker. Der vergisst immer, wie voll er war. Deswegen, ja, nee. Doch, warte mal, das kann man noch erzählen. Kalles richtig krassen Absturz ist, also seine Filmmütze, die hat er in jedem Film, hatte der die auf, hat er da verloren. Das war zum Männertag 2008 oder so. Da haben wir in einer gewissen Universität den Feueralarm ausgelöst, indem wir mit, das ist eigentlich total dumm, ja, eigentlich so dumm ist es nicht, wir haben mit Feuerlöschern rumgesprüht, dadurch wurde der Feueralarm losgelöst. Feuerwehr, alle kamen an. Wir sind viel schnell weggerannt. Wir sind übelst gerannt, Alter. So, und dann haben wir zufällig im Kalle Park getroffen. Kalle getroffen. Weil der und der dann so, oh, Alter, ich hab seit 5 Jahren nicht vom Alkohol gekotzt. Und dann haben wir dann nach Hause geschliffen. Ja. Links und rechts jeder einer und dann Kalle hing dazwischen. Oh, ist übelst gut, dass ich mich jetzt hier. Oh, ich vergesse euch das nie und so. Ja. Nächsten Morgen wird das vergessen oder was? Ja, ja. Seniler Alkoholiker, Mann. Ich sag's so. So, was denken die anderen, eventuell auch Kalle selbst, über die Krimi.de-Folgen, in denen Kalle mitspielt? Was denken wir darüber? Also ich finde die sehr gut. Ich finde die eigentlich qualitativ wirklich gut gemacht. Also das ist weit über sowas wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Halt dieses typisch deutsche Fernsehen, was total absolut abfuck ist. Immer am Ende eine Lektion, die man daraus lernen soll. Also das Geilste ist natürlich dieses Intro, das muss ich jetzt mal kurz nachmachen. Ich kann es vielleicht auch mal einspielen.
Und das war's. Ach, so das Nachgemachte von Robby war schon besser. Könnt ihr da mal drunter schreiben in die Kommentare. Und ich habe die nämlich neulich alle angesehen. Aha, und fand Kalles Schauspielleistung zwar relativ gut, aber die Gesamtstimmung der Folgen ja, ja, war mir zu simpel kindisch. Naja gut, also es ist auch für Kinder. Ja, es ist für Kinder, was willst du erwarten? Es ist halt Tatort für Arme so ungefähr. Tatort für Kinder eigentlich. Für Kinder, ja. Nicht für arme Kinder. Das war auch geil. Wir waren da bei der Autogrammstunde. Da hat Kalle Autogramme verteilt und ich war auch da. Habe mir einfach einen Anzug angezogen und habe gesagt, ich wäre der SEK-Mann aus dem letzten Film gewesen. Und habe dann auf die Autogrammkarten von den Kindern SEK-Mann draufgeschrieben, irgendwelche fiktiven Namen. Auf einem habe ich Sexsklave draufgeschrieben und so. Total geil. Die Kinder glauben alles. So, der nächste wieder schon, Mr. Killer Seife, warum ist Annas Hose durchgehend geöffnet? Sie ist zu. Doch schon. Ja, aber jetzt nochmal. Ja, war nochmal. Bewegt die Leute. Kann der auch wieder aufmachen? Weil ich kann auch wieder aufmachen, wenn ihr da jetzt noch mehr Kommentare schreiben wollt. Weil Anna schöne Sachen da hat. Weil meine Vagina gelüftet werden muss hier dann wieder. Genau. Oh. Wie findet ihr X-Warrior 112X? Er hat schon mal kommentiert. Ja. Wie findet ihr die ganzen Sitcoms wie Two and a Half Men, The Big Bang Theory und so weiter? Das letzte Mal, in letzter Zeit, Houseman oder wie hieß das? Mission Houseman. Mission Houseman, das ist übrigens geil, guckt euch das ohne mal an. Ohne Scheiß, ja. Das ist die Serie von Alberto. Kennst du Erkan und Stefan? Ja. Einer davon, ich weiß nicht wer, ich glaube Erkan. Und Simon Desue. Und nochmal eine Serie. Die machen auf meinem Video eine Serie und die, also das hast du noch nicht erlebt, wie schlecht das ist. Nach jedem Satz kommt ein Lacher und es ist dann halt echt immer so. Das ist aber dieses typische Alberto, dieses. Ja, aber nee, noch schlechter finde ich. Also nichts gegen euch als Person, aber ich finde euch extrem unlustig. So. Und Mission Houseman, guckt es euch mal an auf mein Video. Echt der Hammer. Ja, schreibt in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Er schreibt übrigens, ich meine speziell die Hintergrundlache. Ich kann mir sowas gar nicht ansehen. Ich hasse die Hintergrundlache einfach. Also da muss ich sagen, stimme ich im Prinzip zu. Obwohl bei King of Queens auch. Obwohl King of Queens für mich die geilste Serie ist, ne? Und so. Und da ist das, aber da sehe ich halt drüber hinweg. Und ansonsten, also ich finde zum Beispiel cool, dass Scrubs das nicht hat. Was du ja kacke findest, Scrubs. Aber ich gucke auch nicht. Na gut, es fragt ja nicht nach Serien, sondern nach Sitcoms. Was ist jetzt so? Scrubs, dann ist das Scrubs ja gar keine Sitcom, wenn das. Oder? Aber ich finde Two and a Half Men trotzdem wegen dem Hintergrundlachen manchmal lustig. Also. Ja, aber da ist es halt auch so zwanghaft, jeder Satz ist ein Lacher, weißt du? Ja. Das nervt auf Dauer. Aber ja, ist nicht schlecht. The Big Bang Theory finde ich übrigens auch gut. Also mich stören die Lachen jetzt nicht so krass wie dich. Das finde ich zum Beispiel nicht so gut, Big Bang Theory. Mhm. Aber da siehst du so richtig wie die Nerds, diese eine Szene, wo die dann eine Taschenlampe brauchen. Und ihre Laserschwerte auspacken. Ja, das ist halt das Einzige, also diese Referenzen zur Nerd- und Popkultur. Aber, das fand ich übelst cool. Darüber hinaus, außerdem finde ich die Nachbarin, ich finde die übelst nicht so attraktiv, weil die ist der übelste Hype im Netz, Mann. Ohne Scheiß. Ja, jetzt habe ich mir wieder Robby reißt dich zum Feinde gemacht. Oh, gleich noch eine interessante Frage von The Dark T09. Guter Mann. Was sind eure Lieblingsserien? Nein, Zillow sagt vorher noch, Kalle sagt ganz schön oft Alter. Das stimmt. Alter, den habe ich ausgelassen. Lieblingsserien, meine sind Breaking Bad, The Walking Dead und South Park. Achso, dann beantworten wir. AMC's The Walking Dead. Also Walking Dead finde ich auch cool. Breaking Bad. Tut mir leid, das muss jetzt kurz sein. Breaking Bad habe ich mir noch nicht angeguckt, aber Walking Dead bin ich ja, wer aktuell. Wer hat es dir empfohlen? Empfohlen von Robby. von Robby. Ja. Ja, ansonsten finde ich How I Met Your Mother eigentlich recht lustig. Was bestimmt Robby jetzt nicht so gut findet. Nee, nicht so. Also ich muss sagen, Ted zum Beispiel, der Hauptprotagonist, geht gar nicht klar eigentlich. Den mag ich gar nicht so. Ich finde den so niedlich. Also ich finde das auch gut, Robby. Wenn ich bei How I Met Your Mother lache, dann echt nur wegen Marshall, habe ich beobachtet. Also weil der halt so... Ich finde es so abartig. Oder weil ich lache. Ja. Und Barney finde ich... Weiß aber ich nicht. Wir fragen jetzt mal noch hier ihn. Das mag ich. Struppi. Das gefällt mir. Also 4-1. Robby. Raus. Robby ist nicht mehr geil. Ich bin so gegen den Strom, ey. So, was sind noch so Lieblingsserien? Ich wollte sagen, es ist auch keine Sitcom. Ja, Dragon Ball hatten wir das letzte Mal schon. Dragon Ball New Girl von Zooey Deschanel und wie die anderen alle heißen. Das gefällt dir wieder. Und ja, natürlich auch, oder? Was wir hier vergessen haben, da Dexter. Dexter, richtig. Meine Lieblingsserie. Dexter,
Dexter ist. Musst du dir auf jeden Fall mal angucken, könnte auch was ja. sein. Also wenn, auch wenn du Breaking Bad und The Walking Dead gut findest und Dexter noch nicht kennst, dann guck dir mal Dexter an. Dexter ist da gibt es jetzt so eine neue mit Arrow heißt die. Keine Ahnung. Das ist so wie Batman, der so ein reicher Typ, der jetzt mit einem Bogen rumgeht und auch so Leute umbringt. Ist jetzt erst neu. Nee. Guck gerade mein Mitbewohner, deswegen. Oh, keine Ahnung. Ach ja, und Sherlock ist noch ziemlich cool. Mhm. Gibt aber nur 6 Folgen davon. Aber die 6 Folgen müsste man gesehen haben. Auf jeden Fall ziemlich tight. Und ich will es nochmal betonen, New Girl, weil wir da sehr oft lachen. Die ist so ein bisschen. Du bist ein bisschen sehr verliebt in die Serie, sage ich jetzt also, mal. Also, Robin ist sehr verliebt in Zoe Deschanel. Meine Freundin ist ja nämlich immer ganz toll eifersüchtig. Ja, Robin, Zoe Deschanel. Zoe Deschanel liebt. Ja, Robbie. Hallo. Also, Robbie. Ja, was wollte ich denn sagen? Jetzt hast du mich voll rausgebracht. Nein, was ich zu der Serie sagen wollte, bei manchen Folgen ist es echt so, da lacht man gar nicht. Aber wenn die eine Folge haben, die lustig ist, dann echt. Hau sie dich weg. Dann wirklich. Also dann wirklich. So, wirklich. Na, machen wir mal weiter. Finde ich sehr, sehr sympathisch. Robbie. Außerdem ist sie gar nicht mein Lieblingscharakter, ja. Ich finde Winston viel cooler in der Serie. So. Kalle der Gilf Hunter. So, hört ihr auch Podcast? Ach, scheiße. Achso, du willst weitermachen? Ja, nee. Welche gefallen euch da am meisten? Ich kann vor allem Sanft und Sorgfältig empfehlen mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Kennt das jemand? Nein. Kennt leider niemand, also, aber wir können es uns ja mal anhören. Ja, mal sehen. Aber es ist bestimmt so, an den Namen würde ich jetzt sagen, es ist eine Komödie, oder? Komödie? Hey, das ist ein Podcast, der kommt wahrscheinlich wöchentlich oder so. Ja, aber irgendwas Lustiges. Es klingt schon, Olli Schulz und Jan Böhmermann. Klingt doch. Lustig. Ja. Lach ich jetzt schon, ey. Ja, ansonsten höre ich die Giga-Podcast. Ja, ich höre auch nur. Na gut, und von Game One manchmal so Specials. Nee, wie zum Beispiel zu The Walking Dead und sowas. Aber sonst. Ach, scheiße! The Random Encounter natürlich. Von Thomas Goik und Leonardo da Vinci. Ja, Kalle der Gilf Hunter. Einfach nur, weil er die Mädels. Das ist ein Deutscher, der sich den englischen Part angeguckt hat. Sehr schön. Hey, da bist du. Ja, jetzt oben drüber. Weil da hat Carla nämlich seine Grannies ausgepackt. Jo, Lenny the Boss 100 hatten wir auch schon mal. Jetzt kannst du dich mal integrieren. Warum eigentlich Carolis Armloch? Hatte er irgendeinen Unfall, bei dem sein Arm durchlöchert wurde? Sag mal so. Das würde ich auch gerne wissen. Sag mal so jetzt. Der Name Armloch, der ist wirklich hier ganz in der Nähe entstanden. Die wurde nämlich. Ricardos Oma in der Nähe und bei der hatte ich mal Silvester gefeiert. Und da habe ich mich bei Facebook das erzähle ich nicht mehr. Unterbrech die noch mal. Das erzähle ich nicht mehr. Du hast dich bei Facebook angemeldet? Ja, und dann? Bei der Oma von Ricardo? Ja, hier drin. Die wohnt hier gleich nebenan oder so. Ja, die wissen auch alle, wo wir sind hier gleich. Einmal. Scheißegal. Du hast dich angemeldet? Ja, und wollte ich halt meine Klassenkameraden ein bisschen träumen zu Sachen, die habt ihr schon Schamhaare und so ein Fake-Account machen. Achso, ja. Du bist so lustig. Da fällt mir gleich noch eine Schulgeschichte ein. Die hast du letztens erzählt. Die hat er erzählt. Der Daniel hat nämlich mal auf dem Goetheplatz sein Schamhaar-Toupet ausgepackt. Alter, ihr habt die nicht einmal ausfällen lassen, ihr Spaß. Ja, aber ey, jetzt. Nee, komm. Dazu muss ich sagen, Robin hat im Unterricht seine Schamhaare abgeschnitten. Das hatten wir aber letztens. Weil du nicht glauben wolltest, dass wir welche haben. Es geht darum, dass die Frage beantwortet wird. Ja, Entschuldigung. Die kann von euch nicht beantwortet. Ich bin jetzt ganz still. Ich auch. Es tut mir leid, aber leider möchten wir nicht, dass ich das beantworte. Nee, jetzt macht er wieder den Schmuck. Du hast jetzt die anderen ausgefragt. Komm. Ob sie Schamhaare mit einem Fake. Wir schweigen jetzt so lange, bis er redet. Es ist jetzt deine Bühne. Und dann habe ich, naja, einfach um diesen Account zu machen für meinen Klassenkameraden. Und die wussten halt nicht, wer Herr Armloch, wer ist das? Und den Namen habe ich mir da einfallen lassen. Und ja. Und dann habe ich mich. Ich hab's so, auch gut. Robby, jetzt immer ruhig. Das war's. Ja, wie kamst du denn auf den Namen? Das ist ja echt anstrengend, der Junge. Das habe ich mir dann nur geangelt. Der kam einfach. Alter, erzähl doch keine Geschichte, wenn du gar nicht darauf hinleiten kannst, wie du da drauf gekommen bist. Vielleicht hat ja Ricos Oma Lepra und ihr fällt der Arm langsam aus. Das war halt, was ich doch gesagt habe. Ja, ich ihn genannt. Genau so war's. Ach.
Frage, die jetzt da hättest du gleich sagen können, ja, der ist mir eingefallen. Aber nein, du holst aus dem Kopf. Mein Kopf ist Oma. Der ist mir abgefallen. Also. Du hast übrigens den Kommentar von Frisch HD Blue Blue Lu Sachsen auch vergessen. Ja, den verstehe ich nicht. Also, Sachsen auch. Kein Kommentar? Oder? Ach nee, oder Sachsen. Zu irgendeiner Frage. Ja, Sachsen ist cool. Jo. So, dann kommen ein paar Englische und dann kommt Hubquar. Mögt ihr auch die Abonnenten, die nur die Videos schauen und niemals kommentieren? Oder verwehrt ihr ihnen eure Liebe? Verwehren wir natürlich nicht unsere Liebe, aber Kommentare sind das Beste an YouTube. Tut mir leid. Nee. Wir sind ja nicht so, dass wir nach Likes und Abos und so und Favorisierungen das ist völlig wurscht. Die wichtigsten sind die, die auf die Werbung klicken. Du darfst das gar nicht. Ich sag, ich soll draufklicken. Ich sag nur, die Besten sind dies drauf. Nein, das ist Quatsch, hör auf. Aber ihr wisst ja eh, wie bei YouTube Geld eingenommen wird, deswegen, also, ist das Quatsch. Ihr klickt nur auf die Werbung, wenn es euch interessiert. Wir dürfen da niemanden drauf auffordern, bitte drückt nicht auf die Werbung. So. Wenn sie dich nicht interessiert. Ja. Nein, Alter, wie auch immer. Psst. Patrick liest jetzt die nächste Frage vor. Gebunden. Patrick liest die nächste Frage. Ich wollte doch sagen, yo, die kommentieren, sind aber trotzdem cool. Ach so, ja. Weil Kommentare, das Es ist einfach Feedback für uns. Ja, Likes und Dislikes. Guck dir das Reddit.com-Video an, hier Internet-Memes. Hat irgendwie 60% Dislikes, aber weißt du... In den Kommentaren steht diese Scheiße. Die Kommentare, in den Kommentaren kannst du halt wirklich rauslesen, dass es einfach nur dumm ist. Ja. Dass es so Prinziphasser sind. Mhm. Was wird... Also ja. Das sind ja auch Internet-Memes. Die müssen ja auch Prinziphasser. Das Video ist natürlich vom Schnitt her anders als die anderen, weil ich da den Schnitt angepasst habe an diese... peppige Internetkultur, bla. Aber es ist ja von den Inhalten nicht anders. Das ist total dumm. Assassin's Creed in real life darf man machen, aber wenn man dann auf einmal den Elevator hier Rickroll ins echte Leben überträgt, ist es dann auf einmal scheiße. Das ist total dumm. Aber das haben ja nicht unsere Abonnenten, sondern die Reddit-Leute geschrieben. Genau. So, die nächste Frage. Patrick? Der Fuss. Der Fuss. Der heiße Futz. Das ist drauf geklappt. Ja. Da ist gegen die Wand geknappt. Betreff Fußball, am Ende macht sich Robert dann doch unbeliebt. Betreff Abi, der Körner macht nur so viel wie er muss. Ne, Robin? Ja, Mann. Robby? Robby. So sieht's aus. Also Robby, daran können wir uns gewöhnen. Ne, Robby. Nee, aber genau so bin ich durch. Also ohne Scheiß, ich habe nie wirklich effektiv für die Schule gelernt. Fürs Abitur habe ich, also was andere Lernen nennen würden, habe ich dafür Mathe getan. Das aber sonst? Nee, gar nicht. Dass ich immer mit Kalle zum Lernen getroffen hast und die ganze Zeit über 7500 Abonnenten. Dann haben sie sich unterhalten, weil sie endlich 7500 Abonnenten haben. Das war mit Tina im Park immer, ja, wo ihr euch zum. Tina im Park? Ich hab da haben wir uns zum Lernen auch gelernt. Ja, genau. Als ob Robin jemals sich zum Lernen verabreden würde. Nee, also offiziell war es wirklich. Da hat Tina gesagt, dass die letzten Tage ihrer Periode immer braun sind. Guter Einwurf. Ja, guter Beißer. Ja. So. Was war jetzt eigentlich die Frage? Das mit dem Fußball. Also ich finde, solange man diese Rivalität im Stadion lässt und nicht nach außen trägt, finde ich Fußball übrigens cool. Aber wenn man da wirklich diese Mentalität 24-7, Patrick Schreiber, Ultra Jena. Patrick, Ultra Jena. Wenn man da wirklich so, das ist auch wieder dieses prinzipielle Hassen. Ey, der mag Erfurt, das ist ein schlechter Mensch. Das stimmt so gar nicht, Robby. Das Beste an Jena ist das Wort Ausgangsschild. Ja. Den wollte ich mal einbringen, hatte ich letztens gehört. Erst die Knochen, dann der Ball. Aber es kann man auch über Erfurt sagen. Den hast du von mir. Ja, ja, ich weiß, den hab ich getroppt im Stadion. Anders Hose ist übrigens auch. Weil ich pinkeln muss. Zeig's mal den Leuten, wie deine Hosen und so. Hier ist er auf. So, dann kommen wir doch zum nächsten. Platz. Niemals. Ey! So, jetzt, die nächste ist mit der Kieler Woche. Ja. Der King. Das ist ja schon mal interessant, weil jetzt wird auf meine Frage geantwortet, was die Kieler Woche ist. Ja, die Kieler Woche ist. So, Donny King. Kieler Woche ist vom 20. bis 30. Juni 2013. Ist ein Segelfest, auf dem viel Musik gespielt und sich besoffen wird, um anschließend die Touris zu verkloppen. Da muss ich jetzt allerdings sagen, wenn Herr Rotes Arschloch... Arschloch, wie könnte das passieren? wenn der mal längst damit angefangen hätte, das Assassin's Creed 4 Kostüm zu machen, dann würde das voll Sinn machen, auf die Kieler Woche zu gehen.
zum Segelfest ja, oder wie das heißt. Sinn machen. Weil da würde das passen mit dem Piraten-Setting. Also aber erwähnt ihn in den Kommentaren, dass er es machen soll. Ja, das Kostüm ist niemals bis zum 21. fertig. Das ist doch das Problem. Ach, Juni, Leute, Alter, Juni, das ist ja, das wird nämlich ist jetzt wenn bald, ihr mir, Leute, wenn ihr mir ein Super Nintendo schickt, dann ist das bis zum 21. fertig. Hey, dann zockst kriegst, du nur. Du kriegst meins. Dein. Ja. Ja? Mein. Das ist jetzt eine Wette. Es heißt das Super Nintendo, nicht also, der. Wurst, ist Wurst. Der oder die Nutella? Die. Der Nutella, klar. Das Nutella. Der auf keinen Fall, das ist auch... Der aufstehen. Wir reden hier gerade über Nutella. Es ist die Nutella. Es ich beende noch deinen Kommentar. Mittlerweile aber ein reines Kommerzfest, welches sich für... Gut, dann gehen wir nicht hin, hat's ja nicht. Ein Kilo wahrscheinlich nicht mehr lohnt. Das ganz viele. Zeig mir dann. Also machen wir Kommerzparty. So, jetzt... HC, Hardcore... IR, puh, keine Ahnung. Jo, hab echt nicht damit gerechnet, dass mein Kombi zuerst drankommt. Das Ding ist so, wir gehen die Kommentare alle ja, der Reihe nach durch, von unten nach oben. Also wer zuerst kommentiert hat, kommt im Video, im nächsten Video zuerst dran. Klar, das Ding. Oh Mann, jetzt hier, die Berlin so. Twins. Kalles Meinung lässt bei uns schon eher. Hallo. Was? Ich lese. Zoll doch mal Tribut, wenn er hier sein... Okay, wenn ich meine Stimme opfere. Dein Ohr wird ganz rot. Das ist geil. Anna ist am Start. So, jetzt müsst ihr aber Platz machen. Kalles Meinung lässt bei uns schon eher die Herzen höher schlagen. Robby. Steht Robby, steht wirklich Robby. Nein. Robby, nicht traurig sein. Du bist dafür der Zweitcoolste. Robby, du bist der Zweitcoolste. Okay, muslimischer Präng. Ihr seid schon mal dafür die Uncoolsten, dass ihr so eine Rangfolge macht. Das ist nämlich gar nicht cool. Das ist nämlich alle Menschen sind gleich cool. Das ist außerdem ein Team, ja? Ja. Das außerdem. Ja. Aber Robby ist schon cool. Scheiß, das wir das, groß du bist nicht im Team, du bist unter uns. Du bist die HIA, Junge. Du bist von gestern. Ich bin das alte Team. Ich wollte sagen... Alle Menschen sind gleich cool. Dann kommen wir nicht hier ins Bild. Weißt du, ich glaube nicht. Ich bin nämlich auch cool. Ich ja, wollte gerade noch voll den Philosophen. Ja, komm, sag was nee, ich hab dir jetzt vergessen oder verdrängt oder so. Okay, ich lese weiter. Okay, muslimischer Prank ist gleich Angst vor Terroranschlägen. Können wir nachvollziehen. Die einzigste Möglichkeit. Einzige, du Kloppi. Scheiße. Das sagt die der Waldorfschüler berichtigt dich und an dieser Stelle. Die, ja, das war wie auch, tief kann man sinken? Das war wirklich gut. Ja. Die einzige Möglichkeit, cooler zu sein als jemand anderes, ist zu sagen, ich bin nicht cooler als jemand anderes. Dann ist man doch nicht cooler. Doch. Das ist totaler Bullshit. Nee, nein, doch. Weil das ist, egal wie weit unten Penner oder Reicher, jeder Mensch ist gleich viel wert. So, und wenn man die Einstellung hat, dann ist man cool. Also wenn ja, ich sage, ich finde mich so cool wie ihr alle, dann cool, bin ich viel bitte. Cooler als ihr. Wenn du das verkörperst, wenn du es nicht nur sagst. Ja, ich finde mich was heißt denn cool? Na, das ist einfach nur, weil viele Menschen sich über jemand anderen stellen. Ja, und dann nennen sie es cool. Und das ist halt uncool. Was ist denn cool? Die Definition nein. Von cool. Du bist ja auch Mr. Alles. Dann sag halt guter Mensch. Was weiß ich, Mann? Cool ja. Ey, du bist so. Echt cool. Ey, du bist echt guter Mensch. Ich sag doch nur cool, weil er so einen Index erstellt hat, so eine Rangliste. Ja, aber ich wollte von dir jetzt die Definition ja. Von cool wissen. Okay, muslimische Pranks. Ich will ablenken. Gleich Angst. Das kriegt er nicht hin. Mr. Allwissend. Nee, Hobby. Ich bin cool. So. Ein Schrank. Können wir nachvollziehen, dass mit den Angst vor Terroranschlägen. Wir haben nicht mal Angst vor Terroranschlägen, wir finden das einfach nur... Also wir haben jetzt nicht Angst, dass das irgendwie die Islamisten dann bei uns einreißen, sondern einfach nur, wenn dann irgendwie... Naja, nee, wenn die Leute dann durchdrehen, weil sie denken, es ist wirklich was. Es ist einfach nur, dass diese Panik von den Leuten so krass ist, weil das in den Medien so präsent ist. Ja, glaube ich. Ja. Es ist so. Scheiße. Zu den Unterstellungen, negativen Behauptungen. Wenn man etwas hasst, hat es auch immer mit einem selbst zu tun. Insofern ist das doch logisch, oder? Nein. Wichtig. Ich muss mich noch unbeliebter machen, damit ich nicht mehr der Zweitcoolste bin. Nee, Robby, jetzt kommt eine wichtige Frage. Ja, wenn man nein, etwas lass hasst, eine Sache an, ja, das sind Jahre. Also, ja, deswegen. Wenn man etwas hasst, hat es auch immer mit einem selbst zu tun. So, ich muss doch nicht Mord schlecht finden, um Mord zu hassen oder zu kritisieren. Oder? Nee, scheiße. Ich, hey, was laberst du? Ja, also, nee, das war wirklich Quatsch. Ich muss doch nicht selbst gemordet haben, um Mord schlecht zu finden. Ja. Das meine ich. Klingt einleuchtend. Also Mord hat nichts mit mir zu tun, aber ich finde es trotzdem schlecht. So. Oder ich verstehe nicht, worauf ich hinaus will. Vielleicht willst du nicht ermordet werden. Aber das, du hast auch selbst deine Meinung vielleicht zum Mord, deswegen. Es hat immer was mit dir selbst zu tun. Ja. Weil du selbst so darüber denkst. Ja, aber es ist nicht aus mir heraus. Also, dass ich frage dich einfach übergehen. Ja, scheiße. Ja, Entschuldigung. Hast du was? So. Wichtig, wir gehen zu deiner wichtigen Frage. Würdet ihr eins eurer Kostüme an uns verkaufen?
Assassin's Creed, Iron Man, Joker, Dragon Ball Z. Wir wollen nicht Assassin's Creed. Metal Gear Solid. Ich muss mich noch unbeliebter machen, da steht Assassin's Creed. Ja, du hast das wirklich falsch geschrieben. Nee, schönen Gruß nach Berlin und schönen Gruß an euch. An Christian S. Punkt. Also, Metal Gear Solid ist jetzt nicht so ein richtiges Kostüm von uns, das sind einfach nur zusammengesammelte Armeesachen, die wir jetzt alle haben. Robert noch, ja, seine Military Shirt. Und dann halt grüne Farbe. Camouflage. Also nur Camouflage-Sachen zusammengesammelt. Aber die Antwort ist prinzipiell nein. Tut mir leid, weil die Kostüme können wir alle nochmal gebrauchen. Wie jetzt End of the World Prank oder wie wir es genannt haben. Hm. Zum 21. Dezember, da haben wir zum Beispiel all unsere Kostüme nochmal rausgeholt für ein Video. Und dafür kann man das immer nochmal gebrauchen. Tut mir leid. Außerdem willst du das Assassin's Creed Kostüm zum Beispiel gar nicht haben, weil das voll mit meinem Schweiß ist. Ja, das ist aber richtig penetrant. Du kannst es nicht waschen, weil die Farben nicht wasserfest sind. Oh, jetzt die nächste. Von Lotus Hans. Geil. GTA 5 gegen Watch Dogs. Die habe ich bei Deutsch und Englisch eingeordnet. Ja, machen wir jetzt. Ja. So, was sagt ihr? Du kennst dich da nicht so aus, aber GTA 5 prinzipiell, ne? GTA kennst du ja. Von Watch Dogs schon was gehört? Nein. Nicht? Nein. Also prinzipiell bin ich zurzeit eher auf der Seite von Watch Dogs. Weil ich dieses Szenario, diese Spielwelt, diese Interaktion mit diesem Hacken erstmal als coole neue Idee schätze. Und GTA, naja, hast du ja schon ziemlich oft gespielt. Wird jetzt vielleicht wieder nur dasselbe sein. Aber ich lasse mich überraschen, ich spiele auf jeden Fall beide Titel. Ich habe extrem hohe Erwartungen in GTA 5, weil ich hoffe, dass GTA 5 GTA San Andreas wird mit der Engine und Grafik von GTA 4, welche ich ziemlich scheiße fand, weil die Freiheiten zurückgestuft wurden und nur auf Grafik und Engine gesetzt wurden, die natürlich geil waren. Aber die Freiheiten aus San Andreas waren einfach das, was GTA 5 ausgemacht hat. Ja. Einfach mal so deine Homies ins Auto und ein Drive-By, ja, irgendwelche Ballers umgebaut. Ja. Also wirklich. Das war auch schon fett. Ich muss erzählen, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, aber ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch, was das betrifft, weil die einzige Next-Gen-Konsole, die ich habe, ist eine... Next-Gen? Ja. Du meinst Last-Gen? Nee, 3½-Gen. Irgend sowas. Ich habe halt eine Wii U und Watch Dogs werde ich halt spielen. Nee. Watch Dogs spiele ich, kann ich ja. Gute GTA Scheiße. Kommt drauf an. Nach der Xbox kommt für Wii U. Ja. Ja. Nach der Xbox One Konferenz ist doch die Wii U an Ansehen. Ja, das war ein Zufall. Zufall. Mhm. Nein, ich meine, also da ist jetzt noch die innovativere Konsole. Auf jeden Fall. Innovativ, ja, toll. So, hey. Was ich noch zu Watch Dogs sagen wollte, das hacken kann, also ich habe so eine 5-Minuten-Demo gesehen, ich glaube, dass Kameras hacken kann, einem mit der Zeit auf den Sack gehen. Was ich cool finde, ist, dass er extrem viel Parkour-Moves kann. Was ich wiederum scheiße finde, ist, dass du den steuerst wie in Assassin's Creed, er macht alles von alleine. Das ist total kacke. Da macht Parkour keinen Spaß. Aber in welchem Spiel ist es nicht so, dass du alles von alleine machst? Mirror's Edge. Mario. Mirror's Edge hat gutes Parkour-Gameplay. Naja, bei Assassin's Creed hältst du zwei Tasten gedrückt und kletterst ein ganzes Haus hoch. Tomb Raider hast du noch nicht gespielt, das neue. Nein. Ja. Siehst du? Spaß. Das ist auch so. Da sind auch so ein paar Assassin's Creed Moves drin, aber da kommt auch mal so eine Szene, wo du dann halt nochmal eine Taste drücken musst, um dich nochmal festzuhalten. Ja, das ist ja schon gut. Oder du musst selbst deinen Haken in die Wand hauen, um dich dann festzuhalten. Das ist doch schön. Ich sage ja nur, dass es an Watch Dogs dann wahrscheinlich scheiße ist. Das, naja, aber es ist halt zum flüssigeren Spiellauf. Ich will einfach, jo. Weil die ganzen Noobs, die können das dann nicht, die sterben dann immer. Ja, das ist wirklich, also macht's optional, Ubisoft oder wer auch immer das... Optional wäre am besten. Aber das ist natürlich übelst viel zum... Und hier nochmal den Refrain von Watch Dogs. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Jetzt ist er vorbei. So. Hier ist der Held. Danke. Hast echt ein Brüller, hast ein Eagle-Catcher. iPod hat nochmal kommentiert. Puh. So eine richtige Hardcore-Bitch. Genauso wie ich. Haha. Das hab ich wahrscheinlich gesagt. Nee, Kalle. Zu seiner Musik, glaube ich, oder? Na, ich weiß nicht, wie das Thema aber eine Maggie gekommen. Ach so, Maggie ist voll die Hardcore. Wie getanzt hat. Wie so eine also wir waren ja beide. Also, ich will ja keinen beleidigen. Was ist denn jetzt? Ruf doch mal Maggie an. Die Frage war doch immer noch nicht geklärt. Ich kann gerade nicht. Ich habe einen Screenshot offen, außerdem kann ich nicht telefonieren. Echt klar. So, iPod sagt: Ach, Kalle, hol dein vollgeschissenes Fahrrad ab. Wenn du das hörst, schön, dass es mal einer sagt, ja? Wir haben noch 4 Minuten, dann muss ich den Sprecher noch wechseln. Wir haben schon 1,5 Stunden. Oh, Scheiße. Ganz krass. Elfenglied hat geschrieben: Das beste Video von euch war meiner Meinung nach immer noch das Real Life Skyrim Video. Legendär. Kurzes Statement dazu: Das ist das Video, für das wir am wenigsten Aufwand gebraucht haben, was am meisten durch die Decke gegangen ist. Unglaublich.
Welches meint ihr jetzt genau? Da. Skyrim. Das, wo was wir in Berlin gefilmt haben. Mit dem extrem geilen eingefügten Schnee. Da, ja. Der Schnee war wirklich. Der ist top. Legendär. Das mache ich bei jedem Weihnachtsvideo, mache ich den Schnee rein. Was ich dazu sagen wollte, wirklich eine Stunde lang einfach nur mit Kamera am Kopf, und wie behindert ich die dran hatte, ja. Kamera am Kopf durch einen Mauerpark in Berlin gelaufen, fertig war das Video. Wie viel hat's? 400.000 Aufrufe oder so. Schon dick. Total krass, ey. Es ist so krass, was wir für andere Videos für einen Aufwand haben, aber das ist ja auch Wurst. Also ich fand das eine Skyrim-Video aber auch cool, wo wir dich mit dem Auto wegziehen. Ja. Das war auch cool. Dovahkiin, Dragonborn. Das ist so richtig episch, finde ich. Ja. So. Kennt ihr alle, ja? Natürlich. Natürlich. Mach seinen Kommentar noch fertig, dann wechsle ich mal die Spalte. Das war damals das erste Video, das ich von euch gesehen habe. Ist schon 1,5 Jahre her, glaube ich. Ja, zum Release von Skyrim, was am 11.11.2011 war. Ja. Aber fett, dass du auch immer noch guckst. Guter Typ. Elfenglied lese ich aber erst seit dem Feedback. Also vorher hast du nicht sehr viel kommentiert. Oh, Elfenglied. So, wir wechseln mal kurz die Dings. Schnitt! Ah. Ich lasse es drin, nur wegen dir. Du. Also, nee, das ist. Wir haben gerade erfahren. Ist Robin nicht mehr. Wir haben erfahren, dass ich morgen. Das, nein, wir haben erfahren, dass Patrick morgen um 6 arbeiten muss und deswegen jetzt schon gleich Pussy out will. Alter. Das ist das, was die Mädels wollen. Und dann haben wir erfahren, ja, dass Herodes MC. MC. Morgen schulfrei hat, weil es zu viel regnet und die eben seine Schule wegspielen. Ja. Genau. Es war wirklich so, seine ganze Schule ist über unter Wasser. Ja, könnt ihr da trotzdem nicht tanzen oder so davor? Wir können Regen dann reden. Wir können davor ein bisschen tanzen. Ja, das ist doch ihr Unterricht. Aber wenn die immer Flyer verteilt, die Schule am Fluss, und dann ist das voll der Nachteil. Die Schule im Fluss ist es. Genau. So, Noster Waititi. Noster Waititi, ja. Doch, ohne Spaß. Alter, hat mir das ganze Video reingehitlert. Reingehitlert ist echt ein geiles Wort, das muss ich ja öfter sagen. Spaß. Habe echt nichts zu tun. Was haltet ihr von Barely Political? Also erstmal zu dem nichts zu tun. Ohne Scheiß, mach dir deine Konsole an. Hoffentlich eine PlayStation 3. Nein, nichts gegen Xbox, übelst cool und so. Schön monatlich zahlen, wenn man spielen will. Und chill dir den fetten Beat rein oder chill dir einfach das fette Video von uns rein. Ich glaube, das Bild braucht man wirklich nicht dazu. Oder kannst du ja auf dem Bildschirm laufen lassen und ab und zu mal hingucken. Was haltet ihr von Barely Political? Habe ich nicht abonniert. Die machen halt Songparodien und. Kenn ich nicht. Waititi hat sich dieses Dr. Alles von Barely Political abgeguckt. Mhm. Die hatten das erste so Superhelden zum Arzt. Welche Formate sind eigentlich kreativer? Songparodien oder Minecraft Let's Plays? Beides. Beides ist die Speerspitze der Kreativität. Irgendwie schon. Songparodien müssen wir eigentlich auch mal ein paar machen. Oder? Ja, okay. Gibt's zu wenig. Vielleicht sollten wir eine Songparodie über das Let's Play von Minecraft machen. Das ist genial! Ja. Aber da müsste erst jemand einen Song über das Let's Play von Minecraft machen, damit wir daraus eine Parodie machen können. Zu welcher Melodie sollen wir das machen? Wir nehmen einfach das Max Payne 3 Lied von Dings. Minecraft! Ich Let's Play es! Ja, die Innovation auf YouTube! Die nächste Frage ist ja, wie findet ihr Songparodien? Eine der geilsten amerikanischen YouTuber. Nein, wie findet ihr deren Songparodien? Also die finde ich ganz cool. Oder nicht? Ihre Songparodien. Wie findet ihr ihre Songparodien? Die von Barely Political, Mann. Barely Political. Haben echt viel Talent. Ja, die sind schon gut, die machen das auch extrem professionell, aber Penis. Ja. Ja, Songparodien, also das von Kesha kenne ich jetzt nur von dem hier. Wake up in the morning looking greener than track. Irgendwie so. Songparodien sind Tumor. Gibt's echt zu viele, tut mir leid, bin ich überflutet, übersättigt. Reizüberflutung, meine ich. So, F. Watt, 2013, Quatsch. Er muss los. Das ist noch nicht mal. Bleib doch ruhig jetzt, Robby. Robby! Macht doch nächstes Jahr bei der Hall of Shame von JBW mit. Nee, das finde ich total dumm, da würden wir nie mitmachen. Geht also, auf meinen Kanal. Ja, er hat. Sag's mir immer wieder. Er hat's versucht, aber wir anderen finden das total dumm. Der Rotes Armloch-Kanal. sein Kanal heißt der Rotes Armloch. Entschuldigung. Aber wir haben jetzt schon so oft Promo hierfür gemacht mit den ganzen Liedern, ihr kennt den jetzt eh alle, ne? Ja. So. Wer ist JBB? JBB hat Robert letztes Mal passenderweise gesagt, ist das Justin Bieber Battle? Ach, genau. Nein, Julians Block Battle, Mann. Ach, Julian! Hall of Shame, da stellt man sich doch bloß und das ist doch. Ach, ja, ich hasse mich selber, deshalb stelle ich mich da bloß. Und so. Wie wäre es mit einem Video auf dem Vasen oder auf der Wiesen? Auf dem Vasen? Naja, einfach nur auf Bayerisch wahrscheinlich. Oder auf dem Wasser.
Ach, er meint wahrscheinlich Devisen. Ach so. Meint er damit ja Oktoberfest. Oktoberfest. Okay. Hättest du ja auch schreiben können. Vielleicht. Der Spaß, schreibt es nächstes Mal Oktoberfest, damit wir scheiß Thüringer das verstehen können, Junge. Nee, alles gut, alles gut. Aber ich glaube eher nicht, dass wir dann... Das Oktoberfest ist sowas wie Japan-Tag. Wenn wir da was machen, ist das, glaube ich, nicht so besonders, oder? Weil die ja eh alle voll sind. Also wir werden, wenn wir da wären, dann wäre Kalle voll und... Ja, und... Und dann ist nicht mehr viel los. Ja. Team Kasswort. Oder ich weiß nicht, wie ihr ausgesprochen werdet. Müsst ihr mal in eurem Video sagen. Kasswort. Kasswort. Ja, das sind coole Typen, die zu Kalles Geburtstagsparty mit hier im Weimar waren. Anna, rauch nicht zu viel. Grüße aus Chemnitz. Schöner guten Tag. Doch, mache ich trotzdem. So viel raucht sie ja gar nicht. Dumme Jungs, echt. So, Team Kasswort. Schon wieder. Wir sind Assi. Ich hoffe, wir schaffen es bald nochmal bei euch vorbeizuschauen. Und noch eine Frage an Anna. Wann habe ich eine Gummihand in die Gusche bekommen? Das war eine Plastikhand, das war irgendwie an so einem komischen Stiel. Das waren zwei Plastikhände, wenn man die geschüttelt hat, dann haben die aneinander geklappert. Und ach, die hat mir Kalle auch voll durchgezogen. Genau, ich habe nicht dolly gemacht, ich habe wirklich leicht gemacht, weil ich bin ja nicht gemein. Aber ja, das war das. Ich vermisse euch. So, den nächsten Mal müssen wir den oben. Ja, er hat noch was geschrieben. Ja, ich weiß, das habe ich. Ja, ich weiß, das habe ich geschlafen, hab, aber ja, von der Hand weiß ich nicht mehr. So, Sparky Dilla Fuck. Bitte wieder Watch Dogs als Intro-Song. Nur für dich haben wir es diese Folge wieder gemacht. Sollen wir es beibehalten? Watch Dogs. Sag mal, ob ihr wollt ihr Watch Dogs als festen Intro-Song? Da mache ich lieber einen neuen. Das ist der neue Sommerhit. Wirklich, wenn du dir noch ein bisschen inbrünstiger singen würdest. Naja, eben, das stört mich an dem Song. Das dann Watch Dogs, kauf dir Watch Dogs. Aber gerade das ist ja cool, dass du das nicht so inbrünstig. Versuch's einfach mal. Wir können ja immer noch sagen, das ist scheiße. Okay, das ist scheiße. Hast du umsonst gemacht, du Assi. Den Song neu aufnehmen oder einen richtigen Nostra-Feedback-Song? Nee, den Song nochmal. Ich finde es gerade gut. Wie willst du es jetzt, Robby? Robby? Außerdem, mach mal Anna die Hose auf. Deine Hose ist echt interessant. So oft. Ich wollte eigentlich mal eine neue Sache einfallen lassen. Nein, wir hatten die Vagina, wir hatten das Pinkel, lass mir was einfallen. Na, weil du eine fette Kackwurst-Querhose hast. Ja, okay, das andere kann ich nicht sagen. Das war zu klar. Ja. So. Das ist eine Hallo. Sag's mal. Jetzt sind die Fans gespannt. Jetzt schreibt die Kommentare. Jetzt nein. Ohne Scheiß. Das würden nur Bitches sagen. Sag doch mal. Nein. Ist kein Ding, Anna. Ach, Anni. Ach, Anni. Da geniere ich mich. Ja. Süß. So, Pussy out. Eigentlich muss man sagen, ich bin ebenfalls Anfang der 80er geboren. Coole Sache. Eure Zielgruppe ist also, hat also eine stärkere Altersverteilung, als ihr eventuell denkt. Ja, das coole ist Sache. Super. Finde ich echt cool. Top. Weil ja, das Ding ist an YouTube, dass viele wirklich die Zielgruppe so 13 bis 15 hauptsächlich haben. Oder sagen wir bis 17 maximal. So White Titty, weißt du? Deswegen haben wir auch so viele. Damals fand ich die auch noch cool. Ja, das ist gleich so. Das ist wirklich so. Das ist echt, Mann, ey. Ich hab die immer so geteilt. Also deswegen finde ich das cool, dass das für uns so, dass das bei uns, ja, dass das ein gemeinsamer Nenner ist, auf den sich viele Generationen einigen können. Ja. Und für was steht Nosterafu jetzt eigentlich? So long. Weitermachen. Das Ding ist einfach nur entstanden, weil wir haben ja den Kanal nicht gegründet mit dem Ziel, wir machen jetzt fett YouTube. So, ich habe den Kanal gegründet, Borderline Nosterafu, Borderline wegen Skateboard und weil ich so bescheiden bin und kein so krasser Skateboarder, Borderline, die Verniedlichung, ja, die Verkleinerung. Und Nosterafu, weil mein Nachname Noster ist und der Film Nosferatu voll krass ist und Wortspiel und so. Und da hat sich das so etabliert und irgendwann war dann die Frage, ja, wir brauchen jetzt mal irgendwas, was ein bisschen catchier ist, weil Borderline Nosterafu rafft einfach keiner. So ist es nun mal. Und da war halt die Auswahl Borderline TV oder Nosterafu TV. Also. Außerdem schneide ich die Videos, also ist das ja wohl okay. Ja, und dann hat er noch geschrieben, ach so, übrigens bin ich damals über Operation Moshing auf euch gekommen. Das hat mir sehr gefallen. Finde ich auch sehr geil, das Video. Operation Moshing. Die Wall of Death. Ja. Legenden-Shit. Ganz ja, interessant. Ja, ich auch. Außerdem finde ich ziemlich cool, dass es zwar so krasse Hardcore-Mucke ist, aber das ist trotzdem ziemlich cool und viele können sich drauf einigen. Patrick hat lange nichts gesagt. Raul Sanchez Rodriguez Panama. Kein Name. Hey Leute, ich gucke eure Videos sehr gerne und habe eine Frage. Lass doch mal Patrick ja, das nächste macht dann Patrick. Wenn man in einem Fluggerät sitzen würde, das mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, was würde passieren, wenn man die Scheinwerfer einschaltet? So, das rechnet jetzt Robin, unser Physikgenie, aus.
löscht. Man würde kein Licht vor sich haben. Ich kann mal ausrechnen, dass man überhaupt nicht. Theoretisch schon, weil das Licht kann. Bewegt sich auch nur mit Lichtgeschwindigkeit. Ja. Und wenn man selbst mit Lichtgeschwindigkeit. Fliegt da mit doppelter Lichtgeschwindigkeit. Masse kann sich, also was mehr Masse hat als Licht, kann doch gar nicht mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, Leute. Ja, hast du sowas in deiner Schule? Nein, das ist ja nicht im Internet. Scheißegal. Hallo, bei Star Wars geht das auch. So. Er hat noch eine Frage. Patrick Raúl Sánchez Rodríguez Panama. Noch eine Frage. Zinnaktion. Zinnaktion mit der YouTube-Konto mit der Community geplant. Also. Nee, erstmal ein paar Antworten, Robby. Naja, also. Aber das gehört schon noch dazu, was danach kommt. Also, dass man euch seine Videos schickt und diese dann in einer Compilation zusammengefasst werden nach ein paar Tagen. Prinzipiell könnte man das machen, aber wir sind noch nicht groß genug dafür. Also ich glaube, wir werden nicht sehr viele Einsendungen bekommen. Aber an sich fände ich es cool. Würdet ihr ein Video einsenden, schreibt es in die Kommentare. Ja. Ich lese noch den nächsten vor für Robby. Spast. Danke. Auch wieder von. So, jetzt sind wir gleich durch. Auch wieder von Raúl Sánchez. Leider ist noch einer als Spam gemeldet. Den sehe ich nicht. Ach so, nee, Spast meinst du. In welchen Filmserien spielt Kalle mit? Ja, nur Stefan Tetzlaff, Kika.de, Krimi.de, Erfurt meine ich, bla bla bla. Tatort, bei Tatort hat er jetzt, was hat er, 5 Lines getroppt. Und natürlich auf YouPorn auch. Und irgendwas, sein allererster Film war, hieß irgendwie Ein Engel für alle, es war irgendwie so ein Kinderporno oder sowas. Ja, auf YouPorn, musst du mal gucken. Stefan Tetzlaff, YouPorn. So, Fifo mit 0 sagt Vorschlag. Geht zu jemandem hin und fragt: Entschuldigung, darf ich Sie kurz stören? Wenn die Person dann Ja sagt, nervt sie einfach, zum Beispiel mit einer Trillerpfeife oder ähnlichem. Das finde ich eigentlich gar nicht so gut schlecht. Das ist schön doof. Weil das so, das ist gut. Da ist so ein bisschen Wortspiel mit drin. Weil erinnert mich so ein bisschen an den Kellner hier. Ja, das ist eigentlich. Vielleicht mache ich es einfach im nächsten Kellner-Video. Sag ich, darf ich sie kurz stürmen? Ja. Gute Sache. Das finde ich ist ein geiler Vorschlag. Eigentlich lustig, ja. So, danke für eure Videos und für die vielen Lachanfälle. Bitte, bitte. Welche ich dank euch schon erleben durfte. Bitte, bitte. Zum Schluss jedem noch einen sanften Dildo-Klatsche. Dildo-Klatsche geht, glaube ich, sehr gut. Wo ist der? Oh, der Dildo ist nicht da. Ist ja unter dir. Hier liegt der Robby. So, die Frage geht jetzt vielleicht direkt an Anna von Kumanin. Habt ihr einen Lieblingskünstler, Künstlerin? Nö. Nicht? Künstler. Toll. Zu überlegen. Ich dachte, jetzt doch, Peter Schwabe. Toll. Das ist der beste Künstler. Der kann malen, der kann singen, der schreibt Lieder, der ist unheimlich talentiert. Du blendest immer sein neuestes Lied ein. Trotzdem geh ich einfach weiter und lass dich unbeachtet stehen, um das Leuchten deiner Augen und dein Lächeln nicht zu sehen. Ich find dich schön, so wunderschön. Welches ist der neueste? Achso, ja, dann alles ein. Und eure Kommentare bitte. Genau. Müssen wir mal ein bisschen Werbung machen. Ja, nee. Peter macht das schon gut, aber ich dachte, du sagst jetzt sowas wie Julian Nunes oder dieser Typ von Walk of the Earth, Giovanni Chiranimo. Giovanni, genau. Giovanni Chiranimo. Das sind zu viele. Es gibt also mein Lieblingskünstler wäre es Manuel. Ich war noch dran, rede mir nicht rein. Du gehst weg, hallo. Ja, nein. Was man jetzt unter Künstler verstehen kann, ich sage jetzt einfach mal Musiker, ist der Alexei Chemisov. Ja, der hat uns das Dragon Ball und das Metal Gear Solid und das Merry Christmas Gedöns Lied für sehr guter Mann übrigens eingespielt. Wollte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Also cooler Typ, geht mal auf seinen Kanal und zwar Mir ist egal. Mir ist egal. So, gleich zur nächsten Frage von der schattenlose Mann. Was spielt ihr für Instrumente? Ich spiele keins. Also ich spiele ein Lied auf dem, auch, ja, auf dem Piano. Ein Lied. Das habe ich auch. Gut, alle meine Entchen und Katjuscha kann. Ja, das kann ich auch so. Standard-Scheiß, aber. Ja, aber sonst spiele ich eigentlich nichts. Ja, die talentierteste in der Runde ist wohl die Anna. Die spielt nämlich allerlei. Ich spiele überwiegend Ukulele und Gitarre und Keyboard und bringe mir gerade Schlagzeug bei und möchte danach mit Geige anfangen. So sieht's aus. Ich habe auch schon eine Geige. Ich habe 5 Ukulelen. Die sind sehr schön. Ja, ich glaube dann gleich die nächste Frage. Ach ja, Kalle, jo. Kalle, der Spaß kann Gitarre spielen. Ja, aber kann Anna jetzt nicht auch Gitarre spielen? Ja, kann auch Gitarre spielen. Sing doch mal was für uns. La la la, so. Nicht nee, du, Robby. Kalle oder was? Nee, Kalle hat ja das Trolling Singer Video gemacht, ne? Da sieht man ja, dass er relativ gut Gitarre spielen kann. Ja, das war jetzt übrigens ein Kommentar von FFXIVF. Ja, FFX.
FFX hoffe ich immer noch, dass es für Final Fantasy 10 steht. Sag das mal, steht das für Final Fantasy 10 oder? Ja. Das war auf jeden Fall ein cooles Spiel und das hat sich Robin zweimal gekauft, damit das einmal Robby, damit das einmal Originalverpackung hat. So, oh, der nächste Wiederfahren The Dark, T09. Geiler Typ, der kommt hier rauf. Cooler Typ bist du. Wo siehst du den? Hä? Kennt jemand einen Sascha Bild? Schöneberg? Bist du da? Kommentar entfernt steht aber nicht. Nee. Okay, danke. Hatte das Video nur am Veröffentlichungstag geguckt und da stand das auch noch nicht da. Das mit Reddit.com hatte ich gar nicht mitbekommen. Ja, so schaut's aus. Das ist die Antwort. So, und die letzte Sache. Was mein Kanal? Hey Kalle, wen findest du eigentlich besser? Trailer Park oder 257? Das waren das nicht dieselben? Irgendwie oder so? Und warum? Also ich kenne mich da nicht aus, tut mir leid, wenn ich jetzt scheiße labere, aber ich glaube Trailer Park sind die 257ers zusammen mit Alligator, oder? Ich habe echt keinen Plan davon. Also Nummer 1 bei Kalle ist, sage ich jetzt einfach mal, Alligator. Und du hast aber auch noch einen Comment vergessen. Ja, echt? Ja. Von X-Warrior 112X, schon wieder ein Comment von dir, saugut. Ich glaube, Kalle kann Gitarre spielen. Ja, richtig. In dem Video sieht man das. So, dann sind wir jetzt ziemlich lang und ausgeschwufelt. Ey, nee, hier ist doch noch der Top-Comment. Wo packst du nur noch was aus, ey? Was haben wir denn für einen Top-Comment? Der Top-Comment von... Ja? Ja, Spaß. Nee, ohne Scheiß, bei mir sind die... Ja, hatten wir schon. So, Patrick, jetzt sag doch mal, warum machst du dir so einen Druck? Du musst morgen raus. Ich mach doch im Moment gar keinen Druck. Echt mal, wir machen jetzt... Die Puppe. Jetzt mal die Puppe schmatzen. So, gut, das war der deutsche Part. Alter, sind wir... Ja, und seine Berührungen sind sehr schön. Deine Füße sind sehr schön. Ich schreibe mich da raus. Eklig. Super leid. Das ist eklig. Das war richtig eklig. Das war diese haarigen Zähne, dann kannst du bei denen eine Nahaufnahme machen, das wäre mir echt eine Freude. Hallo. Einfach. Nein, du musst die Kamera her, bitte. Die steht aber jetzt schon. Nein, aber die Füße wurde da gerade. Ah. Warte, ich zeige. Ja, das gefällt mir. Wo ist er? Na, ihr müsst doch. Ihr müsst doch die Zähne von der anderen Seite. Warte, wir müssen zu dunkel. Wie im Beauty. Hier sind die Haare drauf. Wo? Da direkt. Wow. Oh, da ist Patrick. Oh, hübscher. Ich glaube, so ein Beauty-Tutorial. Hast du eine Antwort? So. Warte, ich hol dir ein Edding. Ich bin jetzt die Leute. So. Ja. Was ist denn das? Der pullert gleich ein. Da sind ganz viele. Warte, ich gucke. Der pullert da hinten ein. Soll ich mir die Füße rasieren oder was? Ja. Ja, ich glaube, das war der deutsche Teil. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs. Das neue Watch Dogs ist kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs. Die Grafik wird ein Grafikschmaus. Hello everyone. Hello everybody to the English section of our Nostero Feedback. Welcome to our English part of Nostero Feedback. Nostero Feedback. he can't even spell the proper word. Yeah, sorry guys, we are pretty exhausted again because we talked about 2 hours or so in the German part. I'm so sorry. Next time we will do the English part. First and then the German part. We promise we do it first. Yeah. We try to promise and yeah. We try to promise. Because okay. I'm so sorry because the first comment is I love you guys and it feels like we're disappointing you because we're much more powered in the German part and then we're in the English part and then we're like. It's much easier in the German part to speak and of course. Yeah, so we speak there much more than here. Yeah, it's. Yeah, it's okay. It's more likely to happen that we talk about stories and tell extended anekdoten. Stories. Extended personal stories. I don't want to use this word too much. Fuck it. We are exhausted and yet still we are here. To read the next. The next comment. Is from Steadfast. Yeah. Nice channel. Yeah, if you like this channel, you might check out our. Nostera Forts. No, don't check out Nostera Forts, which means Nostera Fart, because we are only uploading German videos. We should only make a channel Nostera Fart with English channels. No, I don't think so. That might be too much. I mean, we have like 8 channels all in all now, so. It's getting ridiculous by now.
Yeah, there's another one flagged as spam, but I can read it. Immortalized EL. Also, I want to say that Kalle's impression of the Joker is fucking genius, in my opinion. Yeah, it was pretty good. We feared that his laughing might be a bit annoying because of his all the time. It was not, it was the same kind of laughing all the time. That's why we thought it might be annoying, but it wasn't. Which is quite ironic, since he looks so much like Tom Hardy, which I think it must be who played Bane, and Bane is spelled B-A-N-D. I didn't watch this. Did you watch The Dark Knight Rises? No. Yes. Yes? I didn't. Batman? Yeah, Batman, The Dark Knight Rises, sure. The latest movie. First, second, also. Yeah, so, three movies I watched all. Tom Hardy? Joker? What's with Tom Hardy? Tom Hardy played Bane in the last... Lola. In the last Batman movie. Okay. Tom Hardy played also this one guy in Inception. Which guy? Yeah. Yeah, one guy in Inception. The one with the military cut, and he's kind of muscled. He's a shrunk. He's a cupboard. He has to move sideways through the door. Sideways. He's a Danny. Yeah. Yeah. Okay. Fuck it. Yeah. He kinda looks like Tom Hardy, but only slightly. Okay. Yeah. Next question. Next comment was from Eric Thornwall. Sie sind Spast. How's my German? Yeah, and put it in the English part. Okay. Your German is... Sie sind Spast! It's not correct. Yeah, that's... there's correctly, a... Not pronoun. Oh God. Pronoun. Preposition? Scheiße. Yeah. No. Yes. It has to be... Sie sind ein Spast. You are a spastic. You don't say you are a spast. Or maybe you do. I don't know. Yeah, because Spast is a noun and spastic is not a noun. I don't get it. Yeah, fuck it. Sie sind ein Spast. Yeah. Sie sind ein Spast! Heil! Ha! We're okay. Just making fun. Mm-hmm. Don't take it too mm-hmm. serious. Yeah. Pussy tube, you know. So, next comment, you got it? No. Okay, from... Read Eric Turnwall again. ich hab den nächsten. Sec Pranks. Alter, you didn't answer my question. Will there be another real-life Assassin's Creed? Und Spastard! Haha. Yeah, there will be Assassin's Creed 4 in real life as soon as MC Harode starts or finished his work on the costume. Yeah. And he promised to start very soon, I hope. Tomorrow. He start tonight. I have Ilm free support because there's a high water. His school is flooded. Yeah. Because our it's so rainy here and there's high water and yeah, all the river our is flooded. Rivers. It doesn't happen very often, so that I get river free or Ilm free. River free, maybe. one time in 3 years. River free. What's his name from school once. In English? Steiner School. Steiner School. Yeah, okay. It's the school at the river. The school next now, to the river. Yeah, but now it's the school in the river. Yeah, Steiner School got free. Steiner poop. Yeah. Steiner School. Was there a question? Ah, yeah. A cool fan of us sent us the sign of the assassins, the A, made of metal, is it? He sent it to you. Yep, it was glued onto a paper, and you didn't. And I didn't pull it off. Yeah. Lame. You're lame. But you feel it. Yeah, and that's why we have some, at least one thing which is professional about the new. Video, yeah, about the next costume, Mr. Flatox. I don't know. Hi, question from France. Hello, France. Will you ever return to France?
France, scheiße. France. Will you ever return to France to do your crazy shit? I don't think so, but there's this Knight de by Remy. I can't speak French, I'm sorry. There's this knight, Remy Gaillard does this knight once a year or something like that, where he makes a razor foam party. And yeah, Kalle wants to go there, but it's in Montpellier, and it's pretty far away. Even double the distance. Even double the distance that Paris was. Yeah. It's pretty far, and we can't make it with our gas car, I think. Yeah. It could be... Yeah, it's difficult because we depend on the gas stations. Really gas, not fuel, gas. Gas naturel. Gas naturel CNG. And there are very, very rarely any gas naturel... We just can't reach 260... to 80 kilometers. Yeah, and then our tank is empty. Yeah, and we only have CNG, natural gas, there, yeah. So we can't... And then we're fucked. We can't take fucked. A bottle with us and fill it in somewhere. That's why it's pretty difficult for us. But it's extremely cheap to travel by this gas natural. Keep up the awesome epicness and take care. Yeah. We try to take care, but only a bit. Okay. So, I'm searching for the next English one. Yeah, the next one is from xwarrior112x, also a good German commenter. Yeah. How would you describe yourself, the others, with three words? The others! The others! The otter. The others. Could be hard to get the right English words. Mm. Yeah, that might be. We're planning to do something, as we said in the last one, some kind of introduction video of our group and every member, but yeah, we can try. Stupid. Spast. Spast. Spast, Spastard und Alter. Alter. Three words, so. We describe Robin and all of us. That's something you have to think about, maybe. I mean, It's difficult. We will do an introduction video. We know the words in German, but we can't say it in English, I think. I don't even know the words in German. I would say... Spast. Let us think about it and we'll do an introduction video very soon. Uray 888. Wow, you are awesome for answering my questions about the favorite movies. Since I'm a big fan, one would be, what's your favorite actor or actress and why? Also, do you remember any quotes from your favorite movies? That really gets to you. Keep up the good work. We had a similar question in the German part. It was so stupid. But not only film characters, but video game characters. And I said Big Boss from Metal Gear Solid 3. Film characters is kind of hard to say. I can just say what I said last time. Jackie Chan is the man. And that's it. I love him in every movie. Do you have a favorite? I like Ethan Hunt from Mission Impossible very much. Yeah, but do you like him played by Tom Cruise? I don't know what to say, but I'm... Say something! We absolutely forgot to introduce Patrick to him. It was so normal. He's sitting here the whole German part. Now he's just a random guy sitting next to us who doesn't say a single word all the time. He's just here for decoration. Yeah. So
is Patrick from our school Patrick time. Patrick Stewart, yeah. Patrick Stewart. Yeah, that's the bald guy from Star Trek. Cool guy. He's a old friend of us, and we did some massive shit of shitting in the past, and yeah, we founded this DHIA, which means DHIR, which means Die Hallenmuttis in Aktion, which means the Hall Mothers in Action. So cool, so cool. The Hall. As a basically a skate hall, yeah? The Hall Mothers in Action. Simply amazing, that name it is, yeah? And yeah, we were so young when we founded it, and our very first videos were called D-H-I-R, D-H-I-A, and it was just random shit and skateboarding in our very own skate hall, which was pretty cool, and we did lots of shit there. You can see the hall in very few videos. Yeah, keep up the good actor or okay. Actress. Yeah, I have to say, Anna is jealous, of course. Next to Jackie Chan, my favorite actor is Zoe Deschanel. I just wanted to do a little twist and say something absolutely stupid like Tobey Maguire or something like that. But Anna just started to throw shit at me. And that's why, yeah, Zoe Deschanel. I like Zoe Deschanel because fart ketchup. No, it's just a few of her movies are one of my favorites, which is Yes Man and 500 Days of Summer. I also like New Girl, her series. Can we read next? And I also like her voice when she sings. Anna is way more attractive and she's younger and she has blonde hair. Yeah. And she's a nice vagina. He just said it because Anna is sitting in the same room like we do. No, like we do. Like we do, yeah. Yeah. And, yeah. Patrick can handle the dildo very good. Like his own. He's just sitting here. Do you want to read the next question too? No, no, I want. I want it all. Der rotes Arschloch. This time. They won't ask. I know, but it's fun. Yeah. What games do you like to play on the PC or console? Kanzler. On the Kanzler, I like to play. The Kanzler. I am the Kanzler of Germany. I am Gerhard Schröder. Yeah, just do it. The best game I play is Dota 2. Better say the most game I play at the moment. Is Dota 2 League of Legends? And it's the same engine. Now Spiel Mechanik. Game Mechanik. It's the same gameplay. We could say gameplay. Just gameplay. Other okay. Heroes and. Yeah, I don't want to hear okay. It anyway. Yeah, and at the moment I play Tomb Raider 2. Tomb Raider. Really cool. Because I want to play some single player games. I'm a little bit behind. I need to play Assassin's Creed Revelations and. Yeah, I want to. He's a little bit behind mentally. Yeah, fuck you. Fuck you. Shut up! No, he's great. He's yeah, great. And what's he's you? Awesome. Game series are still The Legend of Zelda with the signature here. Yeah, we said it in the last German part. What do you like part, to play? I can't. And in Nostera Feedback 3. My favorite game of all time is GTA San Andreas. I like to play it every year. I can play it every year and it doesn't get any kind of boring. And I also like Metal Gear Solid 3. It's on the top as well. And Half-Life 2 is the best shooter ever. I can agree, Robin, here because I don't understand the question. The question is still about our games. Yeah.
I like these games, Robin called very much too, yeah. I have to say. And there are rumors about Mirror's Edge 3, and if Mirror's Edge 2. Mirror's Edge 3. And if it comes out, I will chop my balls off. Just, I'm so happy. Yeah. Maybe that's won't what be you so wrote good. Under the video of Giga. I yeah. will chop my balls off. Yeah. So, Patrick, our guest, read the next question. Oh yeah, Patrick, come on. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. You're too warm. To answer your question, this video has so many dislikes because it was linked on reddit.com and they had memes and don't get to that we're making fun of them by showing how dumb it is to take to what? Street. I can't really follow you. This is a comment who answered the question why our internet memes in real life video has so many dislikes because it was linked in the cringe section of reddit.com, and I said in a German part it's just too stupid of them to simply hate memes because they are memes. Everything connected to memes is just stupid. It's as stupid as racism if you say every black man is stupid. I mean there are black men. There are black men who are stupid, but there are white men, yellow, and everyone can be stupid, and it doesn't depend on their skin color or something like that. And that's why I think it's stupid to say internet memes are stupid, just because they are internet memes. This is just dumb hating. And, of course, it's stupid to say, hey, internet memes in real life are stupid, but Assassin's Creed in real life is okay, but our subscriber didn't say that, it was just the Reddit guys. Yeah, my mouth is pretty dry, I want to suck your dick. So, on to next. Robot changed a lot. Parkhan, Paken, 357. Robot change a lot. I liked him in older videos. Yeah, he gets really strong, I think. He's pumping every day. He's going to the gym pretty often. In German we call this Atze. No, in German we call him stupid. Spast. I mean, for me personally, it's a waste of time to go to the gym. I mean, if I want to train, I can do parkour or stuff like that. You can go outside, you can... Yeah, I can go skateboarding. Doing for me, it's just building muscles you don't even need. Yeah. Yeah. But do what you want. I mean, if you're going to the gym every day, do it. Just do it. Yeah. He changed a lot. I think it's cool that you remember him from the old videos because he's going to do the Hitman in real life for us very soon. Because he's already looking like him, and when he shaves his head and looks is bald, he will look like 47 a lot. And yeah, cool that you can remember him from our old videos. Hey, sexy ass. So, the next comment, I think it's one of the last. Oh, that's a pretty hard question. Tits. Oh, this one is from... Let Patrick read it out. He's our guest. Patrick, read it. Just read it. He said, Black Eel. It's from Scary Movie 3 or 4. It's the only funny scene in Scary Movie 4. Schwarzer Aal. You okay with this? Tits are ass from Brian Bedond. Yeah, Bedond. Bedondi, I don't know either. He says ass because he's from the United Kingdom, I think, because the whole world says ass, but you, island monkeys. No, just for fun. That's a pretty hard question. Ass. If you have to decide, what is better? What's the ass? Ass means ass. It's just the slang. British. It's British. British. Yeah. Tits or ass? Arse.
Yeah, it's pretty tough. What? I thought of this question like a woman without breasts is isn't still really okay, but if the ass is missing, it yeah. really looks pretty. Yeah. Pretty. I have the same opinion. Pretty disgusting. Yeah. But. But what's now, tits or ass? It's now mean what we like. What do you like to touch? What would you prefer to touch? Second one. Ass. Ass. Yes. Yeah, I prefer ass too. You often you touch more. I mean, ass. I say ass because it's the only thing you can look at from behind. Isn't it? I mean, you if can't you look ass from. No. If you see a girl from behind, what's it's only yeah. signal you can see. Oh, yeah. Pretty ass. You can't look her in the eyes. You can look her at her heels or at her feet, at her yeah. maybe at her legs. But the or question her is arms tits or ass. Hands, but yeah, tits, yeah. Tits are lame because you're. I mean, I am looking into the eyes first. Yes. Yes. So, Patrick, tits or ass? Ass it is, I think. Yeah. Four times ass. Also. And Anna has the most beautiful ass in the whole wide world. In the Deutschen Reich, auf jeden Fall. In the German Reich! So, the next one. Yeah? Okay. Von Tohu Wa Bohu 3. You guys got to watch a few videos of L-A-H-V-F. W. But I think it's laugh. Just laugh. Okay. And it stands for losing all hope was freedom. And that's a quote of Fight Club, the movie, which is pretty cool. And it's a channel with about 600,000 subscribers. Oh, it's so much. Yeah, he does some kind of pranks, but what he does is more like awkward behavior, you know? To go on and comment, he's a yeah, really funny guy and his videos might inspire you. But I would not prefer to copy yeah, some videos don't like from to others. Copy and he does other things than we do. Du kannst gucken, ob die Kopfhörer hier irgendwo liegen müssen. Wenn die gehen nicht. Doch, der eine geht auf jeden Fall. Aber du musst die finden. Sorry, guys. Du musst die finden. Ich kann die nicht auf Kopfhörer suchen. Ja, die liegen hier, wenn dann unter dem Tisch. Also, you don't need sound hier. Now. Hier können sie auch. We just added and. Yeah. Hey, Fallout New Vegas and she needs sound. Yeah. So, next question. Are you guys getting late usually? Getting what's, late. What's the means? From late? It means, having sex, basically. To lay someone flat. To lay someone flat on yes. the bed. Yes. Yeah. Yeah. Usually we all getting late. No. I think he asked this question in the combination of what we do because I think you think that we have much self-esteem and getting all the girls. I mean. Have self-esteem. I mean, I have a girlfriend, but I think the question comes up because he thinks we get from the radio yeah. the girls. Yeah, yeah. So basically, but it doesn't have so much to do with basically. Girls. But yeah, it is the way. Just if you want to talk to a girl, just do it. And especially the very pretty ones are most likely to be talked to rarely because. People are shy about it. She found the headphones. I can plug it in for you if you want. Yeah, just do it. That's my advice. But I have the most beautiful, most amazing, most sexual, active girl on the whole. It was a present for me when I get my new headphones. I sent. Yeah. So I was the Robin TV screen. My old ones because he's not really a technical basic. What? You know what I say. Mean? Say what? Look, his yeah, handy, his yeah, cell phone. My technical standards are pretty low. And that's why I
I need to help him out of this situation. Yeah, he's a great guy. God bless you. So next question of all our Alexandrus. Video games. What video games you play? Yeah, we answered it. Yeah. I just finished Hitman Absolution on the hardest difficulty, and I finished it. It was for free in PlayStation Plus, and I never played any game of the Hitman series, but I did it, and it was pretty cool. I like the atmosphere. How long did it take to complete it, 100%? If you want to beat it 100%, you have to replay it, and I don't want to replay it. You can't do it with very first. Another question. You like the game? I like the atmosphere, and I think this game is pretty cool because Gids? Stille. I think this game rules because the details of the world are so immense that the immersion, the atmosphere of the game gets a big lift, you know? It's just great because there are so many details. And I also like games where you can be in houses. I mean, real houses. Maybe it's furniture. Next game I play after Tomb Raider. You need to play Tomb Raider 2. Yeah. Yeah, I will. On your Wii U? No, on my PS1. It's fine. He talks about the new Tomb Raider. No, I will play the Tomb Raider on my PS1. Okay. What's the meaning of life? Bonnie said if he combines four PS1s, he has a PS4. PS4. Yeah. He didn't. But he meant it serious. So take a PS1 and a PS2, combine them. Yeah. And you got a PS3. Yeah. It's so easy. Why don't you do it? So, next question. What's the meaning of life? I would say to have fun. Yes. To have fun. As much as you are able to have. Yeah, my statement is much more philosophical. Now Patrick first. Mm-hmm. Sir Patrick Stewart, what's the meaning of life? No. Sucking on. Don't hold your dick. What's the meaning of life? It's so big. My big is... What's the meaning of life? You can't answer it in a few sentences. No? Well, can you do it? My answer is very philosophical. Philosophical. Fuck that. And it is, if you stop to try to answer this question, you have found the meaning of life. That's it. No. Yeah. Good. So, next question. Because I can explain it if you want, because if you're always searching for the meaning of life, you're missing the actual life, you know? Because you're always questioning what you do. You're always questioning, oh, was it worth it? Did I waste my time while doing it? Just stop asking yourself this question and you found the meaning of life. Robbie is so clever. Robbie. Oh my god. Guter Mann, good man. Good man, Robbie. Banker Cat 1. Holy shit, my question was answered 3 times. How do you manage to have enough time to upload videos consistently? How do you manage? They seem like they take quite a while to do, and doesn't seem like it could support all of you financially. Yeah, it doesn't. Of course it doesn't. I never saw some YouTube money. I paid for your GameStop ticket, you Spastard! Thank you! Thank you for that! That was a nice experience! Thank you in the whole, in the count. You see the money there. Yeah, there. We're watching the YouTube money, the new watching camera. Watch Dogs. Buy yourself Watch Dogs. What's the past? I farted. I smell it. Oh man. I'm so sorry. My friends are disgusting. So what's the question? Yeah, because I have the time right now, because I'm living off my hard-earned money right now. He has no job. What Spahn?
Yeah, I saved my money over the years and living from my saved money. That's why I have the time. But right now the video output is a bit lowered or a bit, you know, because the weather really sucks. As he said, his school is even flooded because it's raining all day long, and that's why we can't go outside or go, river free. Go to another. And yeah, river free. We can't go to another God city. You and from there. God bless you. Give me something and to bless God. Yeah. Just for example, cutting the feedback takes like 3 to 4 hours, and uploading it needs that one is pretty long now. It maybe take like 24 hours because my internet is not that. that was fake. He did that in school too. Yeah, so there was. Or is there another question? No. Oh shit. Yeah. I'm the only one doing uploading and video cutting, so tribute to me. Yes. Yeah. And lots of tribute to him. And if I die, if he die, we if all he get die, happy and found the meaning of life. Yeah. Mm-hmm. Yeah. If I die, I hope he records my death and. And we play the soundtrack of Uncharted Among Thieves. No. I got it. You write to me sometimes. Yeah, but I changed my mind. If I die at my funeral, please play "Don't Worry, Be Happy." La 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 okay, la 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 la. And everyone has to skank. That would be nice. That would be a cool funeral. Okay, we will see it on and your. Now why you want to use English to enlarge my penis? Shit. Yeah, the next commenter wants to enlarge his penis. Hey, what? Do you speak other languages than German and English, e.g. French or Russian? It's still thought often in Eastern Germany. I can say some bad words on Russian. Option to an optional class. What does e.g. mean? For example. Equal. Yeah, for example, I think. Yeah, oh, it means for example, but I don't know what the shortcut stands for. Why e.g.? Equal. Write it into the comment section. Equals, I don't know. Yeah. I can speak some bad words on Russian. Ебать! Твою мать! Сука! У меня кошка! Называй меня бог! I can say a Turkish word. Salihamidzic. Yeah, it's a football player. And it doesn't mean anything. Ебать! Ебать! Дюрюм! Döner, Jufka, Falafel. Yeah. I think Türkische Würz. Döner. Spaß. No. So, but I can say, What? Ah, here. Sigdenum. Anilum. I think Sigdenum means fuck your mother. I don't know from. Do you think someone understand our words? Yeah. If yes, yeah. Please write in the comments. I want to know if you understand my Russian words. Alexei Chemisov learned me. He was a guy who made some songs for us, like Metal Gear Solid or the Christmas theme. Yeah, and Dragon Ball. And Dragon Ball. His channel is Blue Stigal, MIRISTEGAL. Fuck it. Yeah. Hey, one question, Freaky Me 2000. Hey, one question, we do give others a chance. Thank for answering my questions and love Joker videos you guys are just released. Kalle, you are awesome Joker. I will ask a question in every feedback, if that's okay with you guys. Absolutely. Mm-hmm. Yeah, cool. And your friends / schoolmasters found out schoolmasters found out about you guys being prankster YouTuber. Did they avoid you or treat it differently? No, they made question mark. They made it kind of. It started to become a running gag, I think. Hey, Kalle. Hey, Robin. Do something. Yeah, making fun of it, but not. In a bad way, just running gags. Yeah, spontaneous action are the best. Come on, do it, spontaneous. Be creative, be funny. Yeah, but yeah,
they didn't found out. I mean, the whole thing grew from week to week, month to month, and that's why they got to know the whole thing. Yeah, I'm starting to getting tired. I'm starting to get tired. I'm sorry. So was that at this time? Yeah. Normally after a whole night. Yeah, my last night was fucked up. So next question is from Lotus Hans: GTA 5 versus Watch Dogs. Yeah, we answered it in the German part. I have huge expectations about GTA 5 because I hope GTA 5 will be GTA San Andreas with the game mechanics and gameplay of GTA 4 because I hated GTA 4. For its lack of, for its mini games and other things to do to waste your time to do funny stuff, you know, all the little parts, the opportunities you had in San Andreas was so amazing and so great, and they just fucked up GTA 5 4 for me. That's why I hope GTA 5 will be awesome. But you can play three characters. Yeah, I don't want to know play how back, they yeah. Make it so. So I only own a Wii U as a next gen console. I don't. Next think gen. Next I'm gen. Not sure post, if I. Post. Cuff cuff. Next gen. Cuff cuff. Cuff cuff LP. I don't. I don't think I will be able to play GTA 5, but Watch Dogs I will be able to play, and I hope that GTA 5 will be released for Wii U too. No. And with the new Wii U controller you can do hacking stuff on your controller. That's yeah. Really so, so... The Wii U offers a completely unique game experience. And I said at the very first hour where they dropped this catchphrase, unique game experience, I said, unique doesn't mean good. I mean, every of my poops in my that I drop in the toilet is Zelda unique. Wind Waker comes in HD. It will be better than anything else. Okay. We come back to the question. Yeah, I'm happily looking forward to Watch Dogs 2, but I don't think I will like the parkour system because it will be like an Assassin's Creed, and you have to just push. Two buttons and he will do everything automatically. Yeah. Yeah. At the moment, I prefer Watch Dogs. Watch Dogs. Watch Dogs. Watch cats. Watch horses. Why do you lie? Watch Dogs. Watch cats. Okay. But I will play both games. And both games. I'm oh very excited. For that's I'm a sure. Funny round to today, to tonight. Hobby. Hey, they really love each other. Some gay love, I think. Yeah, so, you see is here. There another question. The next question, you found it. Just the English comment going through. You're not alone, buddy. You're not alone. There are a lot of English commenters from Snake Dead. And as you can see, this video. There are the English part is much longer this time. Much longer this time, but yeah, come on, Daniel, come on. We have on your face, there. I can sit my ass on his face. No. Yeah. Oh yeah. Woo. Oh yeah. I think you love it. The next question. Next comment. I think it's from all of us five. Bella 1243 Q. Bella because double. Of, yeah. Yeah, we... Are you ever coming to America, Washington, D.C.? I think if we come to America, we will visit San Francisco or New York or Los Angeles. But he has a nice... I have to say, at the end of this year, I'm going to travel to America for 3 months. And I will be there. We go for the West Coast with two cars. We are many guys. And... We drive on the whole West Coast, seeing each attraction, and then we drive. There is no attraction in the yeah, desert. Yeah, San Francisco, if you go, LA, Las Vegas. Yeah. Las Vegas. Oh, Las Vegas. Yeah, and then we drive to the West, to the East Coast. Las Vegas.
And we will be in Washington DC, yeah. Also me, not these fools behind me. Oh my god, you're so fucked up. So the next, you got it or? I think, there's another one. Woo! From Zach Ranks. My handy doesn't load the picture. Zach Ranks. Yeah, just read it. I don't know. What does the guy say at 1.36.57.? Damn it! It's not double point. It's double dot. I don't know. Double dot. Double dot sounds so stupid. I think it's double dot. I think he just said spast or something like that. We can't look right now. And the guy was Robert. Sounds like UK past. I think UK past. I think he said spast. Spast. And that's a nice last word. That's the last word. Das ist mein Kopf. I don't know. They don't understand it. He found his head in this. I don't know what that, you said. That was the latest, the last question, I think. You think? Yeah. And it was pretty nice, this. What the fuck is that? That's pretty gay. That's absolutely gay. Stop it right here. It starts to turn out being gay porn. I wish you good night. Good night. Oh, hi. Hi. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs. Das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs. Die Grafik wird ein Grafikschmaus.